Laut Bibel muss ich dir sagen, ja, weil sie nicht zum Herrn Jesus Christus gehören. Aber ich komme ja nicht zu euch Jesiden und stelle euch vor die Wahl, so wie es Allah in Surah 9, Vers 5 verlangt. Verstehst du? Da bin ich den Christen dankbar. Da bin ich den Christen von Herzen dankbar, dass ihr das nicht macht. Ihr erklärt ja, das, der Herr Jesus Christus hat gesagt, dass ich dich lieben soll. Verstehst du? Ja, ja. Du kannst mir den Weg zeigen, verstehst du? Du kannst mir den Weg zeigen, dass der richtige Weg ist. Ob ich da hingehe oder nicht, das ist meine Sache. Aber beim Moslem hast du keine andere Wahl. Bei Moslem hast du keine andere Wahl, entweder Mohammed oder Kopf weg. So sieht das aus. Und deine Gefolgsleute haben das am eigenen Leib zu spüren bekommen, was Islam bedeutet. Sure 9, Vers 29. Als der islamische Staat genügend Männer hatte und Macht und Power und haben den Islam mit Schrecken und du weißt schon was durchgesetzt. Ne? Ja, ja, ja. Unglaublich. Ja, Amir, auf jeden Fall, ich küsse deine Augen und Gott und Jesus möge bei dir sein, dir Kraft geben, mach ruhig so weiter, ja? Ich wünsche mir von Herzen, dass du selber dir Zeit nimmst für die Evangelien, dass du Jesus Christus kennenlernst, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön. Dann mach's gut, ja, mein Lieber. Ciao. Okay, ciao, ciao. Ja, nochmal zu betonen. In unseren Augen sind auch all diejenigen, die nicht zum Herrn Jesus Christus gehören, Ungläubige. Aber mit dem Unterschied, dass wir nicht hingehen und sie total bedrängen und ihnen aufzwingen, unseren Glauben anzunehmen. Nein, wir haben den Auftrag bekommen vom Herrn Jesus Christus, jeder Kreatur das Evangelium zu verkünden. Was er daraus macht, ist seine eigene Sache. Der Herr Jesus Christus hat gesagt, wenn jemand nicht eure Botschaft hören will, so putz deine Füße und geh weiter. Er hat nicht gesagt, geh und halte das Schwert an seinen Nacken und verpasst ihm Nackentherapie. Nein. So wie Mohammed das gesagt hat, why is to be safe? Umirtu an uqatila nas, hatta yashhadu an la ilaha illallah. Nein. Wer zum Schwert greift, wird umkommen durch das Schwert, sagt der Jesus. Pack das Schwert ein. Ja, Salami, Merhaba, Habibi. Gott segne dich und deine Familie. Alles klar, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut, Anthony Jesus. So, ich wollte dich mal noch was fragen, Habibi, wenn es geht. Wenn du mich lässt, wenn nicht, dann kannst du mich rausschmeißen. Ich wollte dich nur, dass du uns erklärst, weil du bist Ex-Muslim, ne? Weil du bist Ex-Muslim, also wie du dich hier beschrieben hast. Was bedeutet denn Al-Fatiha auf deine Angelegenheit? Weil du bist Ex-Muslim. Kannst du uns das erklären? Was bedeutet Al-Fatiha auf meine Angelegenheit? Ja. Was meinst du damit? Du musst dich genau ausdrücken. Was das bitte für Fragen? Was bedeutet denn übersetzen Al-Fatiha, weil du Muslim warst? Ich soll dir Al-Fatiha übersetzen? Ja, weil du Muslim warst doch. Ich kann doch kein Arabisch. Das heißt, jeder Araber, der auf einmal Al-Fatiha nicht übersetzen kann, ist kein Muslim. Nein, weil du Muslim bist. Normalerweise musst du wissen, was das heißt. Die Surah Al-Fatiha, oder? Oder möchtest du, dass ich das vor dir rezitiere? Nein, du musst uns erklären, was bedeutet denn diese Surah Al-Fatiha? Was heißt das denn? Weil du Ex-Muslim warst. Ich habe dir schon mal gesagt, dass ich kein Arabisch kann. Möchtest du andere arabische Sätze von uns erklären, beziehungsweise übersetzen, Al-Fatiha, wenn du das nicht kannst, bist du kein Muslim. Nein, weil du bist doch Muslim, Alhamdulillah, und normalerweise warst du Muslim, aber jetzt erklär uns bitte, was bedeutet denn wörtlich Surah Al-Fatiha? Ich kann das nicht für dich übersetzen, habe ich doch gerade zu dir gesagt. Ja, ich kann das für dich rezitieren, ja. Aber das Problem ist, warum, wenn du warst nie Muslim und hör auf die Leute hier. Also alle, also 99% der Muslime, die nicht Arabisch sprechen und Al-Fatiha nicht übersetzen können und Arabisch nicht übersetzen können, sind keine Muslime. Dass du das bitte auch damit verklickt hast. Du verarschst die Leute gerade hier, Ex-Muslim. Nehmt das bitte weg. Blamier uns Muslime nicht. Weil du warst nie Muslim. Du kannst die Sura nicht mal Al-Fatiha übersetzen. Nee, die Leute sind schon beleidigt. Du bist einfach eine Blamage für uns. Das ist wirklich Dummheit. Das ist wirklich Dummheit. Du hast ganz deine Dummheit zur Schau gestellt. Das heißt mit anderen Worten, dass jeder, der Al-Fatiha nicht übersetzen kann, kein Muslim ist. Also 99%, die Arabisch nicht sprechen und das nicht übersetzen können, sind alles Kuffar. Aber die wissen, was das heißt. Aber die wissen, was das heißt. Aber du weißt es halt nicht. Al-Fatiha bedeutet die Eröffnende. Ah, so, jetzt auf einmal weißt du das, was das heißt. Weil du hast doch gar nicht zu mir gesagt, dass ich die Al-Fatiha übersetzen soll, du Geist. Der ist bekloppt, der Typ. Er sagt, ich soll ihm Al-Fatiha übersetzen, aber der wirklich, sagt nicht zu mir, was bedeutet Al-Fatiha? Guck mal, wie dumm muss man nur sein. Mal.
Wörtlich, was bedeutet Al-Fatiha denn wörtlich? Hab ich doch gar nicht zu dir gesagt. Al-Fatiha bedeutet die Eröffnende. Du wolltest aber, dass ich Al-Fatiha für dich eröffnen. Übersetze. Aber was heißt denn eröffnen? Was musst du denn eröffnen? Was für eine Blamage, ey! Aber du blamierst dich doch gerade! Was für eine Blamage, ey! Da musst du dich ausdrücken, deutsche Sprache, schwere Sprache, ey! Übersetzte Al-Fatiha! Soll ich die ganze Sure für dich übersetzen oder was? Da musst du sagen, übersetz mir die ganze Sure Al-Fatiha! Unglaublich, ey! Ja? Was der da gesagt hat, meint er, übersetze mal die Al-Fatiha. Soll ich jetzt die ganze Sure für dich übersetzen oder was willst du von mir? Da hätte er einfach nur sagen sollen, übersetz mir das Wort Al-Fatiha. Was bedeutet Al-Fatiha? Da habe ich gesagt, okay, kann ich die übersetzen. Das bedeutet die Eröffnende. Nein! Du warst die Muslim, hör auf, die Leute zu verarschen! Wie bekloppt muss man nur sein, ey? Wie verrückt muss man nur sein, bitte! Der kann sich nicht mal richtig ausdrücken, so schwer ist die deutsche Sprache. Gott sei Dank hast du mich reingenommen, Gott sei Dank. Also du bist mal, warum bist du denn so abgehoben? Du bist doch ein Sohn Gottes, oder? Was? Du willst doch, dass alle sich lieben und jeder sich mag und keine Ahnung was, aber du bist ein richtiger Hetzer. Du bist der, der uns teilt. Du spaltest uns. Jetzt kommen wir wieder unser Sternzeichen Frankfurt. Leute, Sternzeichen Frankfurt. Erzähl bitte. Ey, das geht gar nicht. Wir wissen nicht irgendwann. Jetzt kommen wieder Sternzeichen Frankfurt, Leute. Das sind die Muslimas von heute. Guck mal, wie die reden. Nein, guck mal. Wie Männer, wie Typen reden die. Guck mal, wie Jungs reden die. Sie haben nichts mehr Frauliches in sich. Ganz Katastrophe. Wir haben, achso, das steht im Koran bestimmt auch, ne? Das steht bestimmt auch im Koran. Sehr, sehr traurig. Das macht mich sehr traurig. Dass ihr seid wie Männer. Ihr seid wie Männer. Dein Gott geht kacken und pissen, mein Lieber, dein Jesus. Habt ihr das gehört? Guck mal, wie eine Muslima redet. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Isa, unser Prophet. Stande auf dich. Ich hoffe, du gibst viel, viel Rinder als Kabir. Vergiss nicht, erwachsene Männer zu stillen. Ciao. Wenn diese armen Euro-Shisha-Muslime nur wüssten, dass sie eines Tages in ein Ninja-Kostüm gezwungen werden und wenn sie verheiratet sind und ein Kollege von ihnen zu Besuch kommt, so müssen sie die Dings rausholen und den Mann stillen, damit sie Stillverwandtschaft herstellen. Rinda al-Kabir. Das ist Islam in seiner Abscheulichkeit. Oh, komm raus mit den Busen und tu in meinen Mund hinein. Halalbusen! Halalbusen! Oh, das ist die Sure Al-Buse. Wer hat Lust, dass die Buse in meinen Mund reinkommt? Wir müssen praktizieren, Rida al-Kabir. Damit wir Mahram werden und füreinander verboten sind. Viel, viel Busen geben. Fünfmal am Tag, fünf Stillgänge. Aber sie wurden abrogiert durch die 10. Komm, hol jetzt raus und steck in den Mund hinein. Ah. Wie fertig muss man nur sein mit dieser Religion, ehrlich. Wie kann man sowas überhaupt noch ernst nehmen, ey? Mit Rida al-Kabir? Ist das Moral, wovon wir hier sprechen? Moral, du gibst also deine verheiratete Frau her, damit sie die in einen Mund von einem Erwachsenen steckt? Hier oben. Jeder kann das nachlesen. In Sunan ibn Majah, Hadith 1943.
Amir, Gottes Segen, hi. Gottes Segen, auf dem meine ich. Der Chat ist gerade durchgedreht, als du diesen Stillvers gesungen hast. Aber warum haben die so ein Problem damit? Es sind ihre Schriften. Ja, natürlich, das ist der absolute Wahnsinn. Wenn das wirklich so ist und die Muslime Stillen eines Erwachsenen praktizieren dürfen, TikTok sportlich, dann muss man diese Religion absolut sofort ablehnen. Sofort. Ja. Die Eiche selber, sie hat erwachsene Männer gestillt. Ja, wo finden wir das? Das finden wir in Fatal von ihm, Michal Sahih Muslim, im Band 5 auf der Seite 522, wenn ich mich nicht täusche. Oder Sahih Muslim 1453. Der Autor des Buches ist Musa Lahin Shahin. Ja. Sahih Muslim 1452 und 1453a findest du das auch. Aber nicht nur das, der Autor von dem Buch, Fatal Munim, Sahih Muslim, die Erklärung zu Sahih Muslim, da sagt der Typ im Band 5 auf der Seite 522, müsste ich aber nochmal nachschlagen, da sagt er, ja, mit der Erlaubnis von Mohammed hat Aisha die Männer der Quraysh gestillt. Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Wahnsinn. Du kennst doch diesen ägyptischen Scheich, der sich dafür eingesetzt hat, dass es wieder in den Koran reinkommt. Natürlich, die ganzen Muslime waren außer sich. Wahnsinn. Da auf einmal lieben sie das. Da müsst ihr euch mal vorstellen. Leute, da müsst ihr euch mal vorstellen, dass es einen Scheich in Ägypten gab, der sich dieser Problematik zwischen Mann und Frau in einem Raum angenommen hat und auf einmal den Hadith in Sahih Muslim gelesen hat, dass eine Frau den erwachsenen Mann dann halt stillen muss, ne, TikTok sportlich. Und dann hat er das als Fatwa rausgehauen, die ganze islamische Welt war außer sich. Aber was soll der Arme denn machen? Und das soll eine Offenbarung von Gott sein. Das soll eine Offenbarung von Gott sein. Der möchte, dass deine Frau fremde Männer stillt. So sieht's aus. Okay, hast du noch was zu sagen, Urban? Nee, ich wollte dir gestern danken für die schöne Debatte. Die war echt lustig. Wir haben gesehen, dass wir im 21. Jahrhundert erwachsene Männer sich hinstellen müssen und eine Ehe zwischen einer 6-Jährigen und einer 57-Jährigen verteidigen müssen. Heftig, ne? Traurig, die Muslime im 21. Jahrhundert haben in ihrem Buch in Sure 65, Vers 4, dass die ein Baby heiraten dürfen, TikTok sportlich. Und die müssen dann halt abwarten, so wie Mohammed mit 9. Das ist so heftig, das ist so heftig. Gute Zeiten in Deutschland. Amir, ich höre dir von unten zu. Gottes Segen, danke, dass du mich hochgeholt hast. Moin, Amir. Morgen, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Du, ich habe eine Frage. Hast du schon das ganze Geld zusammengekratzt für die Shisha-Bar, die du öffnen wolltest? Was sagst du? Hast du das ganze Geld schon zusammengekratzt für die Shisha-Bar, was du öffnen wolltest? Ja, ich habe ja gesagt, ihr werdet meine Ehrengäste. Ich werde für euch die beste Shisha-Bar aller Zeiten herstellen. Dann könnt ihr nicht nur Shisha rauchen, sondern Gebetsraum ist auch direkt nebenan. Smoke and pray. So wird mein Laden heißen, Smoke and Pray. Sowohl kannst du dir schön eine Pfeife gönnen, nebenan ist der Tipico-Automat. Und dann, wenn du auch Lust hast, deine Sünden dann in ein Gebet dann zu Allah dann zu bereuen, habe ich auch einen Gebetsraum für euch fertiggestellt. Smoke and Pray. Das wird meine Kette sein. Bei Dr. Sheikh Abu Amir. Smoke and Pray. So heißt mein Laden, Smoke and Pray. Geil, ne? Mit Busen-Halal-Prozess. Da warten in dem anderen Raum dann die ganzen Hudel-Ein, die dann euch stillen werden. Ja, so sieht's aus. Smoke, pray and suck. Smoke, pray and suck, SPS. Smoke, pray and suck. Hallo? Hallo?
Hello. Hello. Do you want to talk with me? With Dr. Sheikh Abu Amir? It's me. Want to talk with me? I sing a song for you. Okay, dann nicht. SPS-Steuerung. Kennt ihr das? SPS-Steuerung, womit man Ampeln regelt. Ich habe das auch, SPS-Steuerung, in meiner Shisha-Bar. Ich schalte dann auch direkt von Shisha zum Gebet und dann auch zum Saugen. Schaltung rot, gelb und grün. Oh, ich kann nicht mehr, das hilft nicht. Diese Morning Show mit Dr. Scherer war mir schon Dings geworden, ne? Kult. Legendären Status. Legendärer Status. Ich will schlafen. Der arme Hamdi und seine Familie, ey. Da kommt das Kind rein und sagt, ich will jetzt schlafen. Der war auf einmal voll unter Schock, habt ihr es gesehen? Und dann hat er schnell das Mikrofon ausgemacht und gesagt, verschwinde. Der hat die hundertprozentig angeschrien, hundertprozentig, weil der in Rage war, der haben die. Ganz, ganz trauriger Fall, ganz trauriger Fall, heftig. Der gute alte Hansi, ehrlich. Der gute alte Hansi, der uns sagen will, dass das, was er da gefärbt hat, dunkelbraun ist. Also für mich wirkt das wie pechschwarz. Wie wirkt denn sein Bart für euch? Ist das dunkelbraun oder ist das schwarz? Könnt ihr mir mal bitte hier reinschreiben, welche Farbe hat Hamdis Bart? Schönen guten Tag. Guten Tag, mein Lieber. Wie geht's dir? Alhamdulillah, mir geht's gut. Wie geht's dir? Gut, danke. Ich habe eine Frage. Wie ich das verstehen kann, du warst einmal Muslim, jetzt bist du, was bist du jetzt? Ich bin ein Nachfolger des Herrn Jesus Christus, ein wiedergeborener Christ. Okay, okay. Meine Frage ist, ist das korrekt, was du tust, die Religion zu beleidigen? Was machst du denn zum Beispiel, wenn Mohammed Religion beleidigt? Sagst du das auch zu ihm? Mohammed ist nicht da. Ich frage dich. Ja, ich sag ja. Findest du das gut, dass jemand dann über andere Religionen redet und da sowas macht, oder was? Wenn jemand Christentum beleidigt, oder wie? Oder Jesus? Ja, allgemeine Religion, nicht nur Christentum. Nein, finde ich nicht gut. Ja, was hältst du denn von einem Mann? Stell dir mal vor, ich sage zu dir, wenn du stolz bist auf Allah und seine Religion, dann geh und beiß in den PNRs von Allah. Was würdest du mir sagen? Denke. Dass du ein verlorener Mensch bist. Dankeschön, das hat nämlich dein Prophet gesagt. Sehr gut gesagt. Was hat er gesagt? Das hat er gesagt. Das du hast gerade deinen eigenen Propheten vernichtet. Dankeschön. Warum bist du das? Alle sehr gut. Sehr gut gemacht. Ich bin sehr stolz auf dich, weil du hast Gehirn, du hast Verstand, du bist ein intelligenter Mann. Du hast das begriffen. Hör mal zu. Ich rede jetzt von dir. Ja, ich sag ja. Genau, ich du bin beschuldigst nicht. Mich, dass ich hör beleidigen mal, würde, obwohl ich nur aufkläre. Obwohl ich nur nein. aufkläre. Und die Muslime nicht lass persönlich so beleidige und alles Mögliche. Lässt du mich ausreden? Ja, aber du hast mich doch gerade etwas gefragt. Soll ich dir antworten oder willst du keine Antwort hören? Du hast dich gestummt. Hörst du mich? Ich höre dich, ja. Kannst du mir zeigen, wo das steht? Ja, zeige ich dir sofort. Dass unser Prophet gesagt hat, ihr sollt wem in den Penis beißen? Von anderen Göttern in den PNES beißen. Wo steht das? Von Vater, von deinem Vater. Geh und beiß in den PNES von deinem Vater. Wo steht das? Ich kann mir das nicht vorstellen.
Ich weiß, das ist sehr, sehr schwierig. Hab ich mir auch nicht vorstellen können, aber das hat er wirklich gesagt. Findest du das schlecht, was er gesagt hat? Bitte? Findest du das schlecht, was er gesagt hat? Ja, natürlich finde ich das schlecht, was er gesagt hat. Oder findest du das gut, dass er gesagt hat, hier umweist in den PNS deines Vaters? Warum tust du das? Was denn? Ich habe nicht gesagt, geh und beiß in den PNS deines Vaters. Du beleidigst unsere Religion, warum? Bitte was? Du beleidigst die ganze Zeit den Islam, warum? Nein, das stimmt gar nicht. Doch, das stimmt. Nein. Deswegen? Nein. Nein, ne? Das ist so. Nein, ist nicht so. Guck mal hier. Das sagt der Mohammed in Al-Jami As-Sarir, Band 1, Seite 47. Ist jemand stolz auf seine vorislamische Abstammung, so beleidige ihn und sag ihm, er soll in den PNES seines Vaters beißen. Was hältst du davon? Das werde ich persönlich nachlesen. Okay. Hast du dir aufgeschrieben, wo man das findet? Nein, sag's mir nochmal. Moment, ich mach's mir nicht vorhin. Warte, ja. Was? Al-Jami As-Sarir. Ja. Band 1. Band 1. Seite 47. Okay. Al-Jami As-Sarir, Band 1, Seite 47. Ja. Tamam. Guck mal, wie Abu Bakr redet. Pass mal auf. Kannst du, warte, lass mal. Sei Al-Bukhari, schreib es dir auf. Sei Al-Bukhari. Schau doch auf dich selbst. Okay, schreib es dir auf. Guck mal, wie die Sahaba und Muhammad reden. Guck mal, wie die Sahaba. Jetzt kannst du den Spiegel nehmen und das auf Muhammad und die Sahaba so anwenden. Aber schau doch, wie du redest. Ja, siehst du, jetzt schämst du dich gerade, merkst du? Jetzt schämst du dich, weil Muhammad das gesagt hat. Jetzt kannst du mich ja nicht dafür anmachen, wenn ich so weit wie die Religion kritisiere, oder? Aber schämst du dich, wie du redest? Nee, ganz und gar nicht. Wo rede ich denn schlecht über dich? Die Religion beleidigst du die ganze Zeit. Ja, aber du siehst ja, dass der Menschen beleidigt, der Mohammed. Du beleidigst, du. Ja, ganz und gar nicht. Dann bist du ein Lügner. Okay, wo habe ich beleidigt? Sag mir. Die ganze Zeit. Ich bin seit 10 Minuten hier drin. Ja, nenn mir ein Beispiel. Wenn ich du wäre, ich rede doch mit einem vernünftigen erwachsenen Mann. Nenn mir ein vernünftiges Beispiel. Wenn ich du wäre, würde ich mich schämen. Wirklich. Okay, danke dir für das Gespräch. Man merkt, du hast keine Argumente und das war's. Tag. Ja. Tschüss, Aaron. Ja, er macht mir einen Vorwurf, dass ich den Islam beleidigen würde. Wenn ich ein wenig Kritik an den Suren und an Mohammeds Verhalten dann äußere. Und das nennt er dann beleidigen. Guck mal, was für ein Auffassungsvermögen ist. Unglaublich. Oder wenn ich sage, ob ihr damit einverstanden seid, dass eure Frauen sich entblößen müssen und dann ihre Dings in den Mund von jemand anderen reintun. TikTok-sportlich. Das nennt ihr dann beleidigen, obwohl es da drinnen steht. Das kannst du doch keinem mehr erzählen. Alles klar bei dir? Ja, natürlich. Ich küsse dein Herz, bei Gott. Dings, Bruder, ich will was sagen. Der Islam, ich will den Zuschauer sagen, der Islam ist ein Terror. Eins, das war's, weil der Islam, ich war selber Muslim. Und ich komme aus dem Irak halt. Und. Kannst du Arabisch? Ja, normal, ich kann Arabisch. Und in Irak werden Jesiden und Christen verfolgt. Die werden jeden Tag die Köpfe abgehackt und dann namens Allah, die sagen, Allah. TikTok-sportlich, bitte nicht sowas sagen. Du musst das ein bisschen anders formulieren. Ja. Sag mal Nackentherapie. Ja, welcher Mensch tut das? Welcher Gott sagt zu diesen Menschen, die sollen sowas tun? Das sind keine Menschen. Für mich ist das. Ja, das ist kein. Der Mohammed ist kein Prophet. Das ist einer Typ, der sich geil gemacht hat, der 11 oder 12 Frauen hatte, der sich vermehren wollte. Das ist das Islam. Die vermehren sich und dann machen die Scharia. Deswegen habe ich die AfD gewählt und die AfD ist das Beste. Die AfD kann auch nicht regeln, mein Lieber. Ich bitte dich, komm. Ich will sowas hier nicht hören, deswegen habe ich AfD gewählt. Ich respektiere dich als Menschen, aber wir machen hier keine Werbung für Politik oder sowas.
Amir, schönen guten Morgen, mein Bruder. Friede Gottes sei mit dir. Auch mit dir, Bilal. Wie geht's dir? Gut, danke dem Herrn. Danke, Jesus. Halleluja. Ich habe mich gestern mit meiner Schwester ein bisschen unterhalten. Wir sind so das Alte Testament wieder durchgehen, weil wir geistig wachsen möchten. Jetzt habe ich doch mal eine Frage an dich. Könnte ich dir gerade stellen? Hast du so viel Zeit? Bitte was? Ich wollte dir eine Frage stellen deswegen, weil wir haben gestern darüber geredet, vom Alten Testament. Da ging es um einen Vers, der würde mich gerne interessieren, was du dazu sagen wirst. Ja, okay. Dann lies mal vor, was bitte. Also es ging darum, als die Eva verführt wurde von der Schlange, also versucht wurde, und sie biss ja in diese Frucht, also hat er von diesem Baum genascht, dann wurden ja beide später von dem Herrn, wurden ja verbannt vom Garten. Aber als erstes spricht ja der Herr zu der Schlange, der sagte zu ihr, zu der Schlange, durch deinen Samen und der Samen der Frau wird dann eine Person kommen, die dir den Kopf zertreten wird und du den wirst den Schlangen und du wirst ihm in die Ferse stechen. Genau, das ist doch eine Prophezeiung an Jesus, dass er kommt, oder nicht? Sehr gut, genau. Amen, da waren wir doch richtig. Halleluja. Danke, Jesus. Schon an der das ist nämlich die Prophezeiung auf die Kreuzigung des Herrn Jesus Christus, als sie dem Herrn Jesus Christus in den Fuß das reinschlagen, in die Ferse. Amen. Dann ist ja schon von ganz Anfang, da waren die Menschen doch gar nicht erschaffen, wurde von Jesus seine Dinge gekommen. So, die ganzen Geschichten im Alten Testament sind eine Vernichtung auf jede Religion, die es nur wagt, eine neue Religion zu erfinden und sich auf die Bibel zu berufen. Weil jede einzelne Geschichte kannst du so perfekt wiedergeben, wie auf den Herrn Jesus Christus passt. 1:1. Ja. Meinst du, Gott ist ein Idiot und lässt sich von den Leuten aufs Glatteis führen? Das ist das Wahnsinn, Mann. Ja, natürlich, ich danke dem Herrn, dass ich aus diesem muslimischen Geist raus bin, ganz ehrlich. Und Leute, alle hier im Skript, seht ja, die Bibel, das Wort, hat immer die Wahrheit. Man muss es nur verstehen, und desto mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr versteht man. Ich bin seit 2003 zwar bekehrt, aber schaut mal, ich habe heute erst erkannt, also gestern eigentlich, aber jetzt habe ich die Bestätigung gekriegt, dass die Prophezeiung von Herrn Jesus sogar vom Sündenfall her schon gesagt wurde. Ja, was für eine Gnade. Halleluja. Was für eine Gnade. Amen. Die sei der Herr, nicht ich, der Herr. Alles der Gebührte der Herr. Amir, mach weiter so. Ich sag dir ganz ehrlich, guck mal. Amir, wenn du möchtest, kann ich dir auch mal privat schreiben. Ich war mal bei diesen Engeln, weißt du, eine Zeit lang. Ja. Und als ich den Herrn angenommen und Kinder gekriegt habe, dann bin ich da mit gutem Gewissen halt nicht aktiv mehr. Aber wenn du irgendwie Drohungen kriegst oder so, kannst du mich gern kontaktieren, mein Bruder, weil du hast den Herrn hinter dir. Ja? Ja, du weißt ja, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, mein Lieber. Ne? Wir haben gegen die Pizza nicht zu kämpfen. Ich weiß, ja, viele Geschwister haben mir schon geschrieben, falls irgendwas ist. Ne? Ich habe ja schon wie so eine Armee, die Amen. Und du hast Gottes Armee hinter dir mit Gebet. Ja, und Gott ist ja an meiner Seite. Ja. Okay, mein Bruder, ich gehe dann raus, ne? Fahr langsam und sei in Gottes Segen, ja? Amen. Alles klar, mein Lieber. Gott segne dich auch. Danke dir für deine Zeit, mein Lieber. Danke deiner Zeit. Danke. Okay, mach's gut, Bilal. Ciao, Bruder. Ja. Ich komme sofort wieder hier, wundervoll. Leute, 3, 2, 1, jetzt alle tippen, bis ich wieder da bin. Jetzt, alles mal 7.
gepriesen sei der Herr Jesus Christus in alle Ewigkeit. Amen. Der Hund, der beste Leben hat der Hund, ja? Der ist den ganzen Tag nur am Schlafen. Der kriegt Essen, Trinken, Schlafen, der muss sich um nichts kümmern. Krankenversicherung ist unfassbar. Der Hund lebt besser als Menschen in verschiedenen Teilen der Erde. Das ist unfassbar. Aber auch er hat ein Recht zu leben. Er ist auch ein Lebewesen, das Recht hat zu leben. Ne? Der kleine Kacker hier. Du bist ein Kacker, bist du? Du bist ein kleiner Kacker, bist du? Eine riesen Kacker ist das. Der macht immer riesen Kacker, der Kleine hier. Amir, wie ist Satan Muslim geworden, indem er es sich selber gemacht hat, mit dem Penis in seinem Innenschenkel und mit seinem Vulva auf der anderen Seite. Jetzt habe ich eine Verstoßwarnung bekommen, was ist das? Guckt euch das bitte an! Wie geht sowas? Ich muss, was ist das? Hier, TikTok, ich nix fahren! Ich nix fahren! Ami ist nur Beifahrer. 30.000 Likes in 2 Minuten. Ey, Wahnsinn, alles zu spät. Zurzeit spinnt TikTok. Okay, ich gehe raus und komm noch mal rein. Bis gleich. Guten Morgen, mein Lieber. Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen, Schwester. Wie geht's dir? Hallo, mir geht's gut. Dankeschön. Ja, das freut mich. Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich auch, mein Lieber. Euch alle hier im Fett. Gott segne euch. Mariam, kannst du bitte den Hadith in Musnad Ahmad Band 1, Seite 399 uns vorlesen mit den Afrikanern, was ich dir geschickt habe damals? Ja. Und sag den Leuten, was damit gemeint ist, was diese Afrikaner mit Mohammed gemacht haben. Ja, mit dem Zendiq. Ja, genau. Moment, ich hol's. Ja, ihr Lieben, habt ihr das gestern den Stream gesehen von Amir und Hamdi und der Fingernägel Lackierer und alle? Es war heftig, ja? Ja. So, ich hol das, mein Lieber, ja, weil ich habe das dann aufgeschrieben. Ich bin gleich da bei dir, ja? Alles klar. So. Der Pierre Vogel wird niemals mit mir live gehen. Hat er doch schon gesagt. 10.000 Mal hat er das schon gesagt. Der will nur mit mir einen MMA-Kampf oder einen Bärnackel. Das ist völlig bekloppt, der Typ. Ja. Ja. Der ist völlig bekloppt. Das nennt sich Friedensaktivist, der Typ. Ihr wisst gar nicht, wie bösartig Pierre Vogel in Wahrheit ist. Wie bösartig der Typ ist. Er tut nur so einen auf so harmlos und Friedensaktivist. Nein, im Kern ist er ein ganz, ganz bösartiger Mensch. Weil der islamische Geist ihn befallen hat. Jetzt habe ich eine Verstoßverwarnung bekommen. Mariam, ich muss raus, ich komme gleich wieder rein. Okay, okay. Das kann doch nicht wahr sein. Ich komme gleich wieder rein, dann gehen wir das. Na, was war da los, ey? Ja, jeder wollte seinen Standpunkt vertreten, ne? Ja, ich fand das mit den Nachrichten zum Beispiel nicht gut, dass sie das gezeigt haben bei dir. Also, das gehört absolut da nicht. Vor allem, das sah mir nicht so realistisch aus mit der Nachricht. Ich kannte diese Person auch gar nicht. Ich habe gerade geguckt, meinst du, ich kenne diese Person gar nicht. Was erzählt dieser Schwarzkopf da? Das glaube ich dir. Das habe ich schon mal bei dem im Stream gesehen, ne? Der hat das ja auch nochmal gezeigt, ja. Der muss aufpassen. Ich sagte, ich bin kurz davor, ihn anzuzeigen wegen Rufmord und sowas. Das ist absolut krass, was der macht. Ne? Was meinst du, was der für eine Strafe bekommt, wenn er sowas gegenüber meine Person macht? Verstehst du? Der ist sich ja gar nicht bewusst, was der tut, der Typ. Das kannst du machen, Amir, aber das hat er des Öfteren gemacht. Nicht nur einmal. Ich habe schon sehr viel Material zusammengesammelt von den ganzen Geschwistern.
Ja, ich hab glaube ich auch sogar ein Bild. Ich kann dir das mal zuschicken. Könnte hilfreich für dich sein. Ja, kannst du mir zuschicken, ja. Ich wollte nur lediglich mal Hallo sagen und liebe Grüße auch wieder deinen Bruder. Ja, und wie gesagt, viel Spaß in eurem Stream, Bruder, gell? Pass auf dich auf. Ich komme immer wieder mal rein und grüße dich. Du bist immer wieder also willkommen, nochmal. Wir lieben dich. Dankeschön. Dankeschön, Bruder. Bis dann, gell? Ciao, Gottes ciao. Segen, mein Lieber. Ciao. Gott segne dich. Ciao. Dir auch. Ciao, ciao. So, Mariam ist da. Ah, jetzt geht das. Oh. So, ihr Lieben. Also, der Hadith sagt, das ist diese Leute, die hießen Kaum Azut. Da waren schwarze, lange, langbeinige Männer, haben auf das Prophet geritten. Hier, und steht das? Das, genau, auf Arabisch. Summa, inna Zakar. Kannst du das mal bitte alles, Mariam, lies mal bitte vor, was der gesamte Hadith sagt. Ja, genau, ich bin jetzt drin. So. Summa, Zakara, Haninen, Kaennahum. قوم الزط قال عفان أو كما قال عفان إن شاء الله ليس عليهم ثياب دي hatten nichts an die waren nackt ليس عليهم ثياب ولا أرى stop. Was machen Schwarzafrikaner nackt auf Mohammed TikTok sportlich? Ihr habt das gerade mit euren eigenen Ohren gehört, was Mariam gerade liest, und Mariam lügt euch nicht an. Sie ist keine Muslima, die hier irgendwie Takriya praktizieren würde, nur um ihre Haut zu retten. Nein, sie liest das genau so vor, wie es da steht. Ja. Leisa alayhum thiyab heißt es, die hatten nichts an, keine Kleidung. Wala keine Kleidung an. Richtig. Tiwalan qalilu lahmahum. Tiwalan qalilu lahmahum, das heißt, die waren sehr groß und sehr dünn. Er hat gesagt, und dann kam die, dann kamen die und dann haben auf ihn geritten. Schwarzafrikaner reiten nackt auf Mohammed rum, TikTok sportlich. Und er hat gesagt, وَجْنَعَلُوا يَأْتُونِي فَيُخَيِّلُونَ أَوْ يَمِلُونَ حَوْلِي وَيَعْتَرِذُونَ لِي. Und dann gesagt, dann haben die ganze Zeit auf mich geritten und dann aufgestanden und dann haben sich immer so gedreht im Kreis über mich. Und dann hat gesagt, فَلَمَّا إِنْشَقَعَ مُودُ الصُّبْحِ جْنَعَلُوا يَذْهَبُونَ. Und dann, wenn der Morgengrauen kam, also dann sind die haben mich dann verlassen. Die haben mich verlassen, so. فَأَرْعُبْتُ مِنْهُمْ رَعْبَ شَدِيدًا heißt das, ich hatte sehr Angst. So, ich hatte sehr Angst. رَعْبًا شَدِيدًا فَقَالَ فَجَلَسْتُ أَوْ كَمَا قَالَ فَقَالَ فَلَمَّا انْشَقَ عَمُودُ الصُّبْحِ جَعَلُوا يَذْهَبُونَ أَوْ كَمَا قَالَ قَالَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمْ جَاءَ ثَقِيلًا وَجِعًا أَوْ يَكَيْدَ أَنْ يَكُونَ وَجِعًا مِمَّا رَكَبُوهُ. Und da, in dem Moment, hat gesagt, als sie weg waren, hatte ich so heftige Schmerzen, mir war so kaputt, weil sie mich auseinandernahmen. Er hat gesagt, ich wusste nicht mehr. Habt ihr das gehört? Ja. Habt ihr das gehört, ihr Lieben? Diese Schwarzafrikaner waren im Adamskostüm und sie bestiegen Mohammed bis zum Morgengrauen. Wahnsinn, ne? Bis Morgengrauen. Er hat gesagt, ich verstand die Welt nicht mehr. Mein Körper war kaputt, in Stücke gerissen. So war das auf Arabisch hier. So sieht das aus. Und ihr habt das 1:1 von einer arabischen Muttersprachlerin, die nicht hier Takriya praktiziert, um euch zu täuschen oder sonstiges. Nein. Sie sagt so, wie es da drin steht. Ja, das sind Qaumusut. Ihr könnt schon mal nachschlagen, aufschreiben, genau, Qaumusut, Yerkabuna, al-Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Unfassbar. Unfassbar. Wusstest
Wusstet ihr, dass die Muslime den BINES von Mohammed anbeten in Sure 113, ihr Lieben? Die Leute wollen, dass ich das schreibe. Das ist Musnad Ahmed. Band 1, Seite 299. Genau, 299, Band 1. Schreibt das im Chat, die wollen das haben. Damit ihr seht, ihr Lieben, wir lügen euch nicht an oder wir. Das ist echt so. Das ist ein Musnad Ahmed. Das ist ein Hadith, der authentisch ist. Band 1. Sehr gerne, ich würde sehr gerne. Also, ich lese gerade noch, also der Tafsir at-Tabari sagt, dass der Prophet wurde von, wir meinen damit mit Qaum al-Sud, dass sie halt Jins sind, Jins, also diese Jins. Und die haben auf ihn geritten. Steht verändert. Ah, und das sagt Tuburi, dass er sagt, dass es Jins und nicht Menschen gewesen war. Okay. Tuburi hier, der erzählt so. Ja, aber das kann nicht sein, weil da sind ja so viele Tafsir, Tafsir Toro Tuburi, hier. Bukhari, jeder sagt was, eine Geschichte. Ja, natürlich, in beiden Fällen ist es eine Katastrophe, ob Jins oder Menschen. Also die haben trotzdem auf ihn geritten. Ja, wir wissen ja, dass im Islam die Jins mit der, mit Sie und deiner Frau Verkehr haben können. Das ist heftig. Ja. Mhm, natürlich. Und deswegen schreibt er hier, der Tabari, dass es Jins waren, dass sie Verkehr hatten mit ihm. Aha, mit, du, die Jins haben Verkehr mit Mohammed gehabt. Jins haben nackt auf ihn rumgeritten. Mhm, mhm. Der Tabari hier, der erzählt das, die waren, da waren Jins. Ja. Danke dir, Timo. Ich werde nicht schweigen und ich bin stolz, dass ich ungläubig und Murtada. Ich bin eine stolze Murtada. Ja, Ahmed? Okay. Und wenn du nicht schweigst, dann kriegst du ein Stummschaltpaket von uns. Wer also, möchte ein Stummschaltpaket? Ja. Wer möchte ein Stummschaltpaket? Ahmed. Ahmed. Ja. Ja, wird sofort erledigt. Oder ist hier jemand drinnen von euch, der Stummschaltpakete verteilen kann? Hat? Ahmed, ja, hier. Er sagt zu mir, so, ich muss auf die Ersatzbank, Ahmed. Ja. Warum willst du nicht, dass wir zeigen, halt, diese Katastrophen? Ihr wollt einfach nur so bleiben, im Verderben.
bleibt in euer Verderben einfach. Aber manche Leute trotzdem müssen halt wissen, die Wahrheit. Und wenn du da in deinen Lügen bleibst, dann bleib einfach in deinen Lügen. Jetzt hat sie aufgehört, ne? Mhm. Ich versuche das gerade hier zu finden. Ja. Müssen wir das hier bei Rob Christian finden, Leute. From your own books that all of you Muslims literally worship the penis of your false prophet. Peace be upon you. I'll prove it from multiple Sunni books which explain verse 3, chapter 113 of the Quran. Now to understand why you Muslims worship the penis, Maria, to the following text. Yeah. Schlag mal bitte Sura 113, Vers 3 auf. Mm-hmm. Leute, die Muslime beten den PENIS von Mohammed an. Pass mal auf. الذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد. تفسير بيان السعي لقمات العبادة وقيل المعنى من شر الذكر اذا قام meaning the evil of the penis if it erects. In تفسير بن عقيل of the same ayah we read وقد قال ابن عباس في كتاب النقاش الغاسل اذا وقف 3 of surah 113 means ذكر الرجل meaning the penis of a man. And if we continue reading, it's talking about the evil of a seed. Now take a wild guess whose penis and seed that could be. If we continue and bring more books on the table like Kamus al-Muhib by Al-Fayrouz Abadi,
read on page 142 that Al-Ghasib in the Waqf in that ayah means the penis if it erects. And in the same book on page 910, we can read that Ibn Abbas and other people said, Min sharri dhakar idha qam, meaning from the evil of the penis if it erects. So when the penis becomes hard. And from another book called Ihya Ulumuddin by Imam Al-Ghazali, on page 986, it is when the penis erects. Maria, guck mal hier. Das hier. Ich hab's dir geschickt. Guck mal. So, mach's jetzt, Moment, mach's auf. Hey, Liebling. Ja? Wie geht's dir, mein Liebling? Wie geht's dir, mein Liebling, hast du gesagt? Ja. Gut geht's mir, wie geht's dir? Ach, gut. Hi, was machst du? Ja, ich hör dir zu, wie du Hasspredigen tust. Du hörst mir zu, wie ich Hasspredige mache? Ja. Ja, einer muss ja Hetzologie weiter betreiben, oder? Ja, natürlich. Ich find's immer lustig, ich muss immer lachen. Ja, siehst du, ich unterhalte dich. Da kannst du sogar noch was dazulernen. Das ist gut, das ist immer gut, ja. Ja, weil deine Imame und Shios, die fühlen dich ja an. Aber weißt du, was mich so wundert? Wie können über 2,5 Milliarden Muslime den falschen Weg gehen? Wie schaffen die das? Wie zählst du denn die Muslime? Gehören die Schiiten auch dazu? Nee, Schiiten nicht. Mit Schiiten, wenn es ja 4 Milliarden. Ja, aber ihr wart doch gestern noch, 1,3 Milliarden. Und jetzt auf einmal seid ihr 2,5 Milliarden. Wie habt ihr euch denn so schnell vermehrt? Wo waren wir gestern 1,3? Kannst du doch mal gut. Ja, ich sag dir immer, wir sind 1,6 Milliarden, 1,3 Milliarden. Jeden Tag eine andere Zahl, ey. Guck doch einfach Google, wie viele Muslime es gibt. Über 2 Milliarden. Ja, aber Milliarden. Wie zählst du denn alles als Muslim in deinen Augen? Gehört okay, jede Sekte im Islam zu? Okay, wir sagen jetzt nur 1 Milliarde. Wir kürzen das ganz ab. Also laufen alle Menschen, diese 1 Milliarde, laufen alle falsche Prophet oder was? Du bist der Einzige, der die Wahrheit sagt? Ich bin nicht der Einzige, der Bescheid weiß. Viele Menschen wachen weltweit auf. Durch das Internet. Ja, es gibt jetzt so wie du, Mary, Cäsar, oder wie der heißt, und dann noch andere. Vielleicht so 10, 20, die Hassprediger sind und so, weißt du? Aber wir reden ja von Milliarden Menschen. Ja, und? Was machst du denn, wenn Milliarden Menschen alle ignorant sind? So ist das. Du musst bedenken, dass die Menschen sehr, sehr leicht gestrickt sind, mein Lieber. Sie möchten sich nicht hinsetzen und dem Ganzen nachgehen. Also bedeutet es, alle ignorieren dich? Nicht alle ignorieren mich, sie ignorieren ihre eigenen Schriften. Das macht. Warum das? Was? Warum ignorieren sie ihre Schriften? Ja, weil sie da dann natürlich ungläubig werden, beziehungsweise rausgehen aus dem Islam. Deswegen beschäftigen sie sich auch nicht damit. Die haben Angst, dass die dann ermordet werden, ne? Stimmt ihr? Damit unter anderem, du weißt ja, dass der Kopf der Muslimbruder, der, wie heißt der, der Sheikh Yusuf Al-Qardawi, Sheikh Yusuf Al-Qardawi in einem Interview mit einem Fernsehsender gesagt hat, hätte man die Todesstrafe, TikTok sportlich, für Apostasie abgeschafft, gäbe es den Islam morgen nicht mehr, weil viele aus dem Islam austreten würden. Nur die Todesstrafe und Angst hält den Islam am Leben. Bedeutet, wer Islam verlassen tut, den sein Kopf wird rollen. Ja? Ja, super Religion. Warum rollt dein Kopf nicht? Ja, ihr könnt das noch nicht machen. Am liebsten würdet ihr das machen. Aber die Muslime trauen sich das nicht. Sonst werden sie hinter Gittern gebracht. Warum denn? Hier in Düsseldorf, Herne und so, trifft man dich, sieht man dich immer mit deinem weißen Sprinter. Warum wirst du da nicht gekidnappt und Kopf ab? Weil du ja angeblich die Religion... Ja, es,
es kann ja durchaus passieren. Also du musst ja jeden Tag damit rechnen, ne? Ach, Bullshit. Bullshit. Also die Menschen haben nicht versucht. Also die Menschen haben nicht versucht, mich zu ermorden. TikTok sportlich. Keine Ahnung. Vielleicht drohen sie dir Schläge an und dass du aufhörst mit dieser Lüge und dieser Hetze hier zu machen. Aber morden. Was ist denn daran Lüge und Hetze, wenn ich sage, das steht da und da? Ja, dass du sagst, wir sollen PENES ZY anbeten und so ein Müll oder. Hör doch auf, so einen Müll rumzuerzählen. Nicht ich sage das, das sagt die Sure 113, ja. Vers 3, mein Lieber. Das sind immer so diese Sekten von euch, die einfach Informationen erfinden und das in dann ein Buch oder eine Internetseite erstellen und sagen, so, das ist der Islam. Und dann so Leute wie du, Hassprediger, richten sich nur danach. Das kannst du keinem erzählen, was für ein Pfannetyp. Ja. Wie fertig muss man da sein? Wie fertig kann man nur sein, ehrlich? Das meine ich, siehst du, du bist der beste Beweis, was es heißt, ignorant zu sein. Und so wie du sind auch Milliarden von Muslimen. Das war's. Du bist der beste Beweis, hast du gesehen? Heftig. Absolut geisteskrank, absolut geisteskrank. Wir reden noch davon, dass sehr viele Menschen, also Milliarden von Menschen, ignorant sind. Und dann hast du da den besten Beweis, der Rayan, der auf einmal sagte, ja, was du machst, du holst aus Internet von Sekten und so. Also ich sag, das steht in Quelle da, im Buch da, dann sagt er, ich habe das von Sekten. Schau dir das mal bitte an. Und so sind die Erben Millionen von Muslime weltweit, die das nicht anerkennen wollen, akzeptieren wollen. Und dann gibt es solche Wahnsinnigen, die versuchen, das Ganze unter den Teppich zu kehren. Und dann gibt es schlaue Muslime unter ihnen, die den Wahnsinn erkannt haben und aus dem Islam austreten. Diese drei Kategorien. Ignoranz, versuchen, das Ganze zu erklären und Austritt. Mein Lieber, ich habe einen Anruf gekriegt. Ich komme gleich, ja? Daniel, hörst du mich? Ich höre dich, Mariam, ja. Okay, ja, bis gleich. Ich habe einen Anruf gekriegt. Bis gleich, ihr Lieben. Okay, alles klar, ciao. Ja, ciao. Grüße dich, Amir. Gottes Segen und Frieden wünsche ich dir. Gottes Segen auch mit dir, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Amir, ich möchte dich nicht lange aufhalten. Ich wollte dir nur sagen, das, was du gestern Abend geleistet hast mit Gottes Kraft und dem Heiligen Geist, mega. Ich danke dir, alle. Genau, ich habe diese Jungs, die sind ja normal immer so wortstark und aussagekräftig mit ihren Aussagen. Ich habe die noch nie so unterdrückt gesehen. Ja, vor allem diesen Joker, der dann wirklich natürlich Privates da reinmischen wollte. Er hatte keine Aussagen mehr. Das habe ich wirklich, das war mega. Also ich habe wirklich mich gekugelt hier und wirklich, das war wirklich top. Also starke Leistung, mach weiter. Und ja, ich hab die komplett mundtot gemacht und die wussten gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Ne? Ist ja, ja, und auch dieser Babylon war wirklich mega. Es war wirklich stark gestern und ich glaube, da wird jetzt die nächsten Tage nicht viel kommen von denen. Und so muss ja auch sein. Amir, ja. Ich wünsche dir alles Gute soweit. Wir hören uns mal wieder. Dir einen schönen Tag. Gott segne dich und deine Familie, mein Lieber. Danke dir, mein Freund. Mach's gut. Dir auch. Ciao, ciao. Okay, ciao. Oh, jetzt habe ich einen Verstoß verwandt. Das kann doch nicht wahr sein. Oh. Ich komme gleich wieder, ihr Lieben. Ne? Gott segne euch und eure Familien. Ich kann nichts von dir lieben. Warte mal. Dass der Allah die Mariam als die gesegnetste Frau von allen Frauen macht. Wenn also Mohammed der beste Mensch ist und der letzte Prophet, der Siegel aller Propheten, sollten dann nicht seine Eltern ehrenhafte, ehrenvolle Menschen gewesen sein? Nein, leider nicht. Sie waren Muschrikin und sind zur Hölle gefahren. Das ist die bittere und traurige Realität. Deswegen sage ich dir, in Jesus Christus hast du natürlich das schönste Vorbild aller Zeiten.
der Heilige, der Gerechte, der Wundervolle, der Erhabene, seine Majestät, Jesus Christus. Richtig, ihr Lieben? Sure 3, Vers 42, ich zitiere in Allahs Buch, Allah, Allahu Ekber. Sure 3, Vers 42, und als die Engel sagten, O Mariam, Allah hat dich auserwählt und dich rein gemacht und dich auserwählt vor den Frauen der anderen Weltenbewohner. Aha, warum hat er dich denn Amina auserwählt von allen anderen, wenn Mohammed doch der schönste und beste Prophet aller Zeiten ist? Nein, er hat Maria ausgewählt, eine Jüdin, ja, eine Jüdin, und hat den Herrn Jesus Christus durch das ewige Wort von Allah in Maria eingehaucht. Guckt, Sure 4, 171. Sure 4, 171. Jesus Christus ist das Wort von Allah. So. Sure 4, 171. Leute, seid ihr eingefroren? 3, 2, 1, jetzt, alles zusammen, jetzt, alles mal 3. Während ich am Suchen bin, könnt ihr tippen, ihr Lieben, ihr Wundervollen. Gott segne euch, ihr Wundervollen. Frikos für alle. Ja, du ganz Vorfahren waren Juden, ja. Nein. Sure 4, 171. O Leute der Schrift, übertreibt nicht in eurer Religion und sagt gegen Allah nur die Wahrheit aus. Al-Masih, Isa, der Sohn Mariams, ist nur Allahs Gesandter und sein Wort, das er Mariam entbot, und Geist von ihm, Ruh. Der Herr Jesus Christus ist der Geist und das Wort von Allah. Ist das zu fassen? Er ist das Geist und er ist der Geist und das Wort von Allah. Sure 4, 171. Wo war denn dieses Wort, als Jesus Mensch wurde? Wo war dieses Wort? Wo? Ah, das Wort war bei Gott. Ach so, Jesus war bei Gott. Und das Wort war Gott. Kennen wir eine Stelle aus dem Johannesevangelium? Im Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Wenn die Muslime mir sagen, dass das Wort von Allah erschaffen ist, so kann Allah nicht Gott sein. Sein Wort ist ewig und somit ist Jesus Christus ewig. So krass ist das im Islam, ne? Gottes Segen, lieber Bruder. Gottes Segen, mach dir, mein Lieber. Ich bräuchte kurz deine Hilfe, einmal ganz kurz. Und zwar konnten wir vorhin einen angehenden Konvertiten wenigstens seinen Kopf wieder gerade rücken, dass er das sich noch zwei, dreimal überlegt.
Ich wollte nur wissen, wo steht nochmal, dass im Koran, dass Jesus der Geist von Allah ist und das Wort von ihm. Hab ich doch gerade vorgelesen. Ich bin jetzt reingekommen, Bruder. Ich bin jetzt reingekommen. Entschuldigung. Sure 4, Vers 171. Ah, okay. Alles klar. Perfekt. Okay, dann schreibe ich das kurz auf. Das war's schon, lieber Bruder. Ich wünsche Gottes Segen. Er ist auch sein Wort. Frag ihn, wo war denn dieses Wort, als Jesus Christus Mensch wurde? Wo war dieses Wort? Ja, welche Fragen, klar, sicher. Ich brauchte nur nochmal den Vers. Also danke dir, Bruder. Ich wünsche dir Gottes Segen, viel Erfolg. Ich dir auch. Und ich segne alle Menschen, die hier drinnen sind und auch an die Nicht-Muslime. Gottes Segen. Amen. Gottes Segen auch dir. Amen. Ciao, ciao. Ja, hier, dieser Bruder ist durch die ganze Arbeit von mir auch zum Glauben gekommen, auch ein Ex-Muslim, und hat den Islam verlassen für Jesus Christus. Hammer, ne? Puh, wie viele Leute, das ist unglaublich. Amir kennt Koran besser als Momo. Ja, aber echt. Das ist heftig. Der Allah schwört immer auf erschaffene Dinge. Ist euch das mal aufgefallen? Bei dem Stern, bei dem Olivenbaum, bei dem Feigenbaum. Immer, der Allah schwört auf erschaffene Dinge. Obwohl der Gott der Bibel sagt, ich schwöre bei mir selber. Allah schwört immer auf erschaffene Dinge, der Allah. Das ist heftig. Er ist es, der seinen Gesandten mit der Wahrheit herabgesandt hat. Und dann spricht er, ich bin das. Und dann sagt er, wir sind es. Wer spricht? Spricht alles im Koran, das ist so krank. Das ist so unfassbar, ne, dass die Muslimas heutzutage Kopftuch tragen, und wenn man sie fragt, warum trägst du eigentlich Kopftuch? Ja, weil Allah mir das befohlen hat. Ja, warum hat denn Allah das befohlen? Was war der Grund für die Herabsendung für diesen Hijab-Vers? Abu Hund kennt die Suren im Schlaf auswendig. Warte mal, das ist echt heftig. Viele von euch kennen das ja, ne? Als der Omar ibn al-Khattab diesen Wunsch äußerte und auf einmal der Allah mit einem Menschen übereinstimmt. Die Weisheit von einem Menschen sind auf einmal die Weisheiten von Gott. Musnad Ahmad Hadith 157. Musnad Ahmad 157. Musnad Ahmad Hadith 157. Und hier heißt es: Es wurde überliefert, dass Anas sagte, Omar sagte, ich stimmte meinem Herrn in drei Punkten zu. Ich sagte, o Gesandter Allahs, warum nehmen wir nicht den Maqam von Ibrahim als Ort des Gebets? Dann wurde der Vers offenbart, und nehmt euch den Maqam, Ort von Ibrahim, Abraham, oder den Stein, auf dem Ibrahim stand, als er die Kaaba baute, als Ort des Gebets. Sure 2, 125.
Und ich sagte, o Gesandter Allahs, sowohl Gerechte als auch Bösewichte, Bösewichte betreten deine Frauen. Warum sagst du ihnen also nicht, dass sie den Hijab tragen sollen? Dann wurde der Vers des Hijabs offenbart. Das ist alles die Wünsche von Omar. Und die Frauen des Gesandten Allahs kamen aufgrund der Eifersucht zwischen ihnen zusammen. Und ich sagte es ihnen, wenn er sich von euch allen scheiden ließe, könnte es sein, dass sein Herr ihm an eurer Stelle bessere Frauen als euch geben würde. In Tahrim, Sure 66, Vers 5. Und so wurde es offenbart, wie ich es gesagt habe. Wahnsinn, ne? Die Worte von Omar ibn al-Khattab sind in Sure 66, Vers 5 gelandet. Das kann jeder von euch machen. Hier habt ihr die, das Arabische. Oh, jetzt seht ihr das nicht. Hier habt ihr das Arabische. Ja, seht ihr das? Ja, Mann. Das könnt ihr selber machen. Musnad Ahmad Hadith 157. Der Mohammed hat genau die Worte von Omar in den Koran rein kopiert. Wahnsinn, ne? Aus dem Hadith in den Koran rein. And it was revealed like that. Three things. My Lord agreed. My Lord agreed. Hier, die Katastrophe nimmt nochmal einen anderen Ausmaß an. Sahih al-Bukhari, Hadith 402. Und hier heißt es, ich zitiere, schaut euch das bitte an. Der Gott des Islams stimmt mit einem Menschen überein. Also die Weisheit von Omar ibn al-Khattab ist die Weisheit von Gott, dem Allmächtigen. Schau mal hier. Mein Herr stimmte mit mir in drei Dingen überein. Ich sagte, o Allahs Gesandter, ich wünschte, wir würden die Stellung Abrahams als unseren Gebetsort nehmen für einige unserer Gebete. So kam die göttliche Inspiration und nimmt euch Menschen die Stellung Abrahams als Ort des Gebets für einige ihrer Gebete, zum Beispiel zwei Rakats, der Tawaf von Kaaba, Sure 225. Sure 2, Vers 125 ist der Wunsch von Omar ibn al-Khattab. Und dann kam der Allah und hat gesagt, ja, sehr gut gemacht, Omar. Das nehmen wir mal so in den Koran auf. Und was den Vers über die Verschleierung der Frau betrifft, ihr Muslimas, warum ihr überhaupt Kopftuch trägt, ist der Grund, weil Omar ibn al-Khattab Sauda beim Kackermachen gesehen hat. Er hat gesagt, Sauda, ich sehe dich bei der Notdurft. Und dann hat er gesagt, oh Allahs Gesandter, ich wünschte, du hättest deinen Frauen befohlen, sich vor den Männern zu verstecken, weil Gute und Böse mit ihnen reden. So wurde der Vers über die Verschleierung der Frauen offenbart. Seht ihr? Die Muslimas, die denken so, ja, Allah hat mich davor bewahrt, dass andere Männer mich dann so angucken und so. Nein, das war einfach Omas Wunsch. Das war einfach Omas Wunsch. Das ist krank. Die tun mir sowas von leid, ne, dass sie sich nicht damit beschäftigen, ne, warum dieser Vers herabgesandt wurde. Und drittens, einmal bildeten die Frauen des Propheten eine Einheitsfront gegen den Propheten. Und ich sagte zu ihnen, wenn er, der Prophet, sich von euch scheiden ließe, würde ihm sein Herr Allah vielleicht alles geben, statt dir Ehefrauen, die besser sind als du. So wurde dieser Vers derselbe, den ich gesagt hatte, offenbart. Wahnsinn, ne? Sahih al-Bukhari, Hadith 402, Knockout für jeden. Omar ibn al-Khattab macht Verse im Koran, ihr Lieben. Jeder kann das von euch nachschlagen. Jeder kann das von euch nachvollziehen.
Alle könnt ihr das machen. Sahih al-Bukhari, Hadith 402. Komm Leute, 3, 2, 1, jetzt knacken wir die 400.000. Jetzt, alle zusammen. 3, 2, 1, jetzt knacken wir die 400.000. Komm, die 400.000 packen wir. Sehr gut, komm. Ihr seht also, der Omar ibn al-Khattab, er war der Auslöser, warum 3 Verse im Koran geoffenbart wurden. Und sein Gott Allah stimmte mit Omar ibn al-Khattab überein. Zu glauben, dass Gott der Allmächtige mit einem menschlichen Wesen übereinstimmt, das ist unglaublich. Die Weisheit von Omar ist die Weisheit von Allah. Warte, schließt euch das mal bitte vor. Sauda ist der Grund für die Offenbarung. Also der Hintern von Sauda ist der Grund für die Offenbarung im Koran. Zu lesen in Sahih Muslim, Hadith 2170d. Aufschreiben bitte. Sahih Muslim, Hadith 2170d. Ich mache das für euch, damit ihr das auch alles immer aufschreibt, falls ihr im Gespräch seid mit Muslimas, dass ihr ihnen das zeigen könnt, damit sie aufwachen aus ihrem Albtraum. Sahih Muslim, Hadith 2170d und Sahih al-Bukhari, Hadith 146. Und hier heißt es, Aisha berichtete, dass die Ehefrauen des Gesandten Allahs im Schutze der Nacht immer hinaus ins Freie gingen, um dort zu Kaka machen. Omar ibn al-Khattab war es gewohnt zu sagen, Gesandter Allah sagt deinen Ehefrauen, sie sollen sich verhüllen. Doch der Gesandte Allah sagte nichts derartiges zu ihnen. Dann ging Sauda, Tochter von Sana, die Ehefrau des Gesandten Allahs, eines Abends, als es bereits dunkel war, hinaus. Sie war eine hochgewachsene Frau. Omar rief zu ihr und sprach, Sauda, wir erkennen dich. Er tat das in der Hoffnung, dass die Verschleierungsverse enthüllt werden. Aisha sprach, Allah, der Erhabene und Glorreiche, offenbarte daraufhin die Verschleierungsverse. Sahih Muslim 2170d und Sahih al-Bukhari 146. Merkt ihr jetzt, was für ein menschlicher Ursprung der Koran ist? Es hat nichts mit Göttlichkeit zu tun. Das ist eine Schande, wer mir sagt, dass der Islam etwas Göttliches hat. Der arme Piervogel, der hat sich einen roten Bart wachsen lassen. Für sowas, guckt euch das bitte an. Der kann mir doch nicht sagen, dass er das alles nicht herausgefunden hat. Also Omar ist der Grund, warum Verschleierungsverse und die Gebetsrichtung Verschleierungsverse und die Scheidung von Mohammeds Frauen. Das ist so krank, ey. Ja, das tut einen weh, ne? Das tut einen leid für ihn. Ne? Der wird für alle Ewigkeiten in der Hölle schmoren. 48, pass mal auf, was hier steht, 48. Guckt euch das mal bitte an, wie die Leute den Mohammed als so ein Dings bezeichnen. Wie eine Frau, die in der Hocke uriniert. Das ist auch heftig. Sunan ibn Majah, Band 1, Buch 1, Hadith 309. Sunan ibn Majah, Band 1, Buch 1, Hadith 309. Sufyan al-Tawri sprach in Bezug auf den Hadith Aishas,
der lautet: Ich sah den Propheten stets im Sitzen urinieren. Folgendes: Ein Mann versteht mehr darüber als sie. Ahmad bin Abdurrahman sprach: Unter den männlichen Arabern war es üblich, aufrecht stehen zu urinieren. Aus diesem Grund heißt es im Hadith von Abdurrahman bin Hassana auch: Er geht in die Sitzhaltung und uriniert wie eine Frau. Ja, der Aisha hat gesagt, glaubt niemanden, der sagt, dass Mohammed im Stehen uriniert hat. Er hat immer nur im Sitzen uriniert. Ja, wundervoll. Tolle Weisheit. Da haben wir viel gelernt davon. Ich muss euch einige wundervolle Geschichten hier raus vorlesen. Ja, das ist zum Beispiel ein bezeichnender Vers, den der Hansi zum Beispiel geleugnet hat, ihr Lieben. Wisst ihr noch, als er konfrontiert wurde mit den Blondinen, und das befindet sich im Koran, Sure 9, Vers 49, und die Auslegung dazu findet ihr in Al-Tabari, Band 14, Seite 287. Al-Tabari, Band 14, Seite 287. Al-Tabari, Band 14, Seite 287. Und der sagt zum Beispiel Folgendes. Dies meinte der Prophet in Koran, Sure 9,49, wo es heißt: Erlaube mir zurückzubleiben und verführe mich nicht. Er, der Prophet, sprach: Greift die Stadt Tabuk an und nehmt euch dort die dortigen blonden Mädchen zur Beute. Da sprach ein Mann namens Al-Jad: Erlaube mir zurückzubleiben und nicht am Dschihad teilzunehmen und stelle mich nicht auf die Probe. Erlaube mir zurückzubleiben und verführe uns nicht mit diesen Frauen. Amir, wo kann man diese Talibani-Bücher kaufen? Im Talibani-Shop. Im Talibani-Shop. Nein, nicht Al-Tirmidhi. Ich habe gesagt Al-Tabari. Al-Tabari, Band 14, Seite 287. Al-Tabari, Band 14, Seite 287. Ja, auf meinem Hauptaccount bin ich jetzt bis zum 7. November gesperrt. Hamdi ist eifersüchtig, weil du gestern mehr Likes und Geschenke bekommen hast, wie alle zusammen. Ja, das war heftig. Ja. Da sagt er, die sind alle wegen mir gekommen, wegen Hamdi sind die alle gekommen. Das ist unglaublich. Da haben die so ein... Ach, egal. Weiß nicht, was ich noch zu ihm sagen soll. Euer Dr. Sheikh Abu Amir macht jetzt langsam Schicht im Schacht, ihr Lieben, oder? Oder was sagt ihr? Wo ist mein Bruder? Wenn mein Bruder noch reinkommt, dann mache ich weiter. Alexa, antworte. Ist mein Bruder mittlerweile da? Euer Dr. Sheikh Abu Amir hat noch gar nichts gegessen, ihr Lieben. Der muss auch mal was zu sich nehmen. Von 9 Uhr. Alexa. Alexa. Ist und komm wieder, ja. Okay, dann machen wir, dann esse ich ein bisschen was und dann machen wir weiter mit dem Stream. Dann mache ich jetzt mal hier auf Mikrofon stumm und ihr könnt dann so lange, ja, weiter liken oder was, ne? Ich möchte mich taufen lassen. Was muss ich vorher alles wissen? Lass dich von Leuten taufen, die an die Trinität glauben, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist der gleich ewige Gott von eh und je ist. Bismillah, nicht vergessen.
Bist mir Jesus nicht vergessen. Bist mir Jesus. Wer ist mir Jesus im Namen Jesus? Ja, die Muslime sagen Bismillah, wir sagen Bist mir Jesus. Bist mir Jesus. Alhamdulillah Jesus. Wann gibt es die nächste Debatte? Ja, kommt immer drauf an, wer hier reinkommt, wer hier rausgeht, keine Ahnung. Ja, die meisten wissen gar nicht, dass es mein zweiter Account ist. Das ist, ich weiß nicht, die meisten Leute haben überhaupt, kriegen das nicht hin, zu sehen, dass ich auch einen zweiten Account habe. Das ist unvorstellbar für mich. Willst du sehen, wie Mohammed Jesus angebetet hat? Ja, kannst du den Leuten zeigen. So. Amir, mach stumm und wir beten. Geh mal was essen, ihr Wundervollen. Gott segne euch schon, eure Familie. Ich komme gleich wieder. Leute, ich zeige euch mal ein Bukhari-Vers. Danke, Amir, erstmal, dass du mir die Chance gibst. Bukhari 3351. Leute, schaut genau hin, was hier passiert ist. Schaut genau hin, wie Muslime uns jahrelang angelogen haben. Bukhari 3351. Hier gibt es ein Hadith überliefert von Ibn Abbas. Ich übersetze euch die Geschichte. Der Prophet betrat die Kaaba und fand darin die Bilder von dem Prophet Abraham und Maria. Darauf sagte er, was ist mit ihnen los, den Quraysh? Sie haben bereits gehört, dass Engel kein Haus betreten, in dem es Bilder gibt. Doch dies ist das Bild von Abraham und warum wird er als Wahrsager dargestellt? Das heißt, hier betritt Mohammed die Kaaba, wo es noch Bilder gibt. Und er selber sagt, haben die Quraysh nicht gehört, dass Engel ein Haus nicht betreten, wo es Bilder gibt. Dann gibt es hier eine schöne islamische Seite. Hat der Prophet nicht die Bilder der Propheten Jesus und Maria von der Kaaba entfernt? Fragezeichen. Das ist eine sehr anerkannte islamische Seite. Wir gehen hier mal auf leichte Noten. Und leichte Noten, eine Sekunde. Und hier wird uns erklärt, um diese Frage, also um eine Antwort auf diese Frage zu bekommen, müssen wir auf den Bukhari-Vers gehen. Das ist ein wenig widersprüchlich, denn in Sahih al-Bukhari gibt es auch eine Überlieferung, das bestätigt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Kaaba betrat, bevor alle Bilder Abdullah bin Abbas, der hat sie überliefert, möge Allah mit ihm zufrieden sein, entfernt wurden. Das heißt, hier werden wir wieder auf den Bukhari-Vers weitergeleitet. Gehen wir jetzt aber auf den Bukhari-Vers, können wir trotzdem nicht alles finden. Das heißt, Muslime sagen immer, wir müssen in die Hadith-Wissenschaften gehen, ne, die uns das erklären, weil wir sind auch zu doof, um diese drei Zeilen zu verstehen. So. Gehen wir jetzt auf die Seite. Moment, ich muss mal mein Kabel verlängern. Mein Bildschirm ist riesig. Wir gehen auf die islamische Library. Hier sind die Hadith-Wissenschaften. In der Bibliothek, Übersetzung und Unterricht. Das heißt, hier gibt es Unterricht und Hadith-Wissenschaften. Und hier wird uns der komplette Bukhari-Vers nochmal erklärt. Schaut euch mal genau hin, was hier passiert ist. Ich lese euch das vor, ich brauche meinen Lesestift. Um im Hadith über die Autorität von Abu Nai über die Autorität, hier gibt es die Autoritätskette, die interessiert uns nicht. Als der Tag der Eroberung, eine Sekunde bitte. Schaut euch das mal hin. Als der Tag der Eroberung kam, möge der Gesandte Gottes Gebete und Frieden. Guck mal, hier haben die richtig übersetzt. Hier haben die richtig übersetzt. Gottes Gebete und Friede seien auf ihn. Hier haben die einmal geschafft, das Salawat richtig zu übersetzen, das heißt, Allah betet für Mohammed. Und wie kann ein Gott beten? Sie haben ein Problem, dass Jesus zum Vater betet. Hier haben die es einmal geschafft, im Islamwissenschaften, auf der Seite zur Hadith-Wissenschaften, richtig zu übersetzen. Egal. Er betrat das Haus, die Kaaba, befahl, ein Kleidungsstück mit Wasser zu benetzen und befahl, die Bilder zu entfernen.
Er legte seine Hände auf das Bild von Jesus und seiner Mutter und sagte, zerstöre sie alle, außer dem, was unter mir ist, also unter meiner Hand ist. Also Mohammed betrat die Kaaba, wollte alles zerstören, außer das, was unter seiner Hand ist. Das heißt, er selber, obwohl es ihm Jibril verboten hatte, extra, dass er in ein Haus, wenn Statuen in ein Haus sind, kann ein Engel das Haus nicht betreten. Aber die Bilder von Jesus und Maria wollte er haben. Ich kann euch das genau nachher erklären, warum. Ich wollte euch das nur mal zeigen. Er sagte, ja, ich sah die Statue von Maria mit Jesus auf ihrem Schoß sitzen und es gab 6 Säulen im Haus und die Statue von Jesus und Maria standen auf der nächsten Säule. Das heißt, in der Kaaba müsste bis heute, wenn sie nicht verändert wurde, immer noch das Bild von Jesus und Maria in der Kaaba sein. Wenn sie ihren Propheten respektiert haben, haben sie das bis heute nicht entfernt, weil er persönlich hat die Hand drauf gelegt. Leute, hier ist die Internetseite. Wer mir privat schreibt, ich schicke euch gerne die Links. Wie gesagt, Hadith-Wissenschaften in der Bibliothek, Übersetzung und Unterricht zu dem Vers Sahih al-Bukhari 3351 und diese Islamseite, die sich mit der großen Frage hier befasst hat. Guck mal Leute, man braucht Stunden, um das zu finden. Stunden und Tag. Hier die Islamseite, die sich mit der großen Frage befasst, hat der Prophet nicht die Bilder der Propheten Jesus und Maria von der Kaaba entfernt. Das heißt, sie verweisen uns auf Bukhari. Wir gehen auf Bukhari. Bukhari ist hier nicht eindeutig. Bukhari sagt Hadith-Wissenschaften. Wir gehen in die Hadith-Wissenschaften. Und hier kriegen wir zweimal die Bestätigung. Erstens haben sie richtig übersetzt. Hier ist Gottes Gebete und Frieden auf Mohammed. So, hier haben sie richtig übersetzt. Hier sagt er, ich sah die Statue von Jesus und Maria und der Prophet wollte alles zerstören, bis auf die 2 Statuen. Und Leute, er hat Jesus angebetet in der Kaaba. Das heißt, immer wenn sie in Richtung Kaaba gebetet haben, immer waren die Statuen von Jesus und Maria und sie haben Jesus angebetet in der Kaaba. Guck mal, sie verstecken das. Du wirst nie von einem Muslim darauf aufmerksam gemacht. Die ganzen Hadith-Wissenschaftler kennen das. Und sie erzählen es nicht weiter. Das heißt, wir. Hier ist die Internetseite. Ich gehe langsam rüber, filmt es. Ich kann euch gerne die Links schicken. Das ist unglaublich, Leute. Das ist wirklich unglaublich. Ich kann euch gleich zeigen, warum, wieso Jesus für ihn so wichtig war. Leute, merkt euch das alles. Sahih al-Bukhari 3392. Ich übersetze euch diesen Hadith, der ist von Aisha überliefert. Von Aisha, ne? Und steht in Sahih al-Bukhari. Ich zeige euch mal, warum Jesus für Mohammed so eine wichtige Figur war. Das ist was Neues. Bei mir gibt es immer was Neues. Ich streng mich immer an für euch. Ich habe jetzt Sahih al-Bukhari 3392 für euch übersetzt. Schaut mal, hört jetzt genau hin, was passiert ist. Hört genau hin, wie das passiert ist. Der Prophet, das ist der Moment, wo er Jibril gesehen hat. Der Prophet kehrte zu Khadija zurück, während sein Herz schnell schlug. Sie brachte ihn zu Waraka bin Naufal. Waraka war ein Christ, war ein Ebioniter. Ne, er hat sich dafür eingesetzt, dass Mohammed Khadija heiratet. Er hat auch eine Zeremonie vollzogen in einer Kirche in Mekka. Das steht in der eigenen Biografie von Mohammed. Ich habe das gelesen, 2 Mal. Ich habe das Buch zu Hause. Einmal von Ibn Ishaq und einmal von Marka Gabriel. Sie brachten ihn zu Waraka bin Naufal. Aber was sagen die dann? Was sagen die dann? Ibn Ishaq und Ibn Ishaq ist nicht authentisch. Sofort. Richtig, richtig. Ibn Ishaq ist auf keinen Fall authentisch, Amir. Das habe ich schon so oft gehört.
Guck mal, sie brachten ihn zu Waraka bin Nufal, einem christlichen Konvertiten, der die Evangelien auf Arabisch las. Das heißt, der Mohammed wurde von einem Christen zum Propheten erklärt. Und lies mal, was weiter passiert. Was siehst du? Er fragt, was für ein Engel du gesehen hast. Er hat es ihm beschrieben, das ist derselbe Engel, den Allah dem Propheten Moses gesandt hat. Hier hat Waraka Mohammed eindeutig angelogen, weil Moses hat immer direkt zu Gott gesprochen. Es gibt keine Überlieferung, dass er jemals mit einem Engel gesprochen hat. Also Mohammed wurde von einem Christen zum Propheten erklärt. Und dieser Christ und Buhira waren die den Koran geschrieben haben. Das sind die heimlichen Autoren des Korans. Und deswegen hat er Jesus sein Bild und Maria angebetet in der Kaaba. Das heißt, es könnte heute möglich sein, dass Muslime, wenn sie Richtung Kaaba beten, immer noch zu Jesus beten. So sieht's aus. Leute, und jetzt zeige ich euch den letzten Hadith. Ich zeige euch den letzten Hadith, Leute, der wird euch umhauen. Was passiert ist, als Waraka gestorben ist? Da sieht man komplett, was diese Figur mit Mohammed gemacht hat. Genau, er wollte dann Selbstmord begehen, weil die göttlichen Inspirationen aufgehört haben. Ah, Dr. Amir. Ah, hey, Dr. Amir. Das ist ein langer Hadith. Aber weißt du, bei mir ist mittlerweile, kenne ich die Nummern auswendig, so oft wie ich die Ringe. Das ja, das befindet sich in Sahih Bukhari, Hadith 2, ne? Hadith 2 oder 6982, es gibt viele Überlieferungen. Ja. Mufti Abu Amir. Leute, guck mal, was jetzt passiert. Guck mal jetzt und zieht eure Schlüsse, zieht eure eigenen Schlüsse und schaut, wer den Koran geschrieben hat. Ich übersetze euch den unteren Teil, hier geht es um den Tod von Waraka. Hier, ich kopiere, ich gehe in den Übersetzer, ich hau das hier rein. Einfügen, so. Aber nach ein paar Tagen starb Waraka und auch die göttlichen Inspirationen wurden von einer Weile unterbrochen. Das heißt, nach dem Tod von Waraka hatte er für eine Weile keine Inspirationen. Durch andere Hadithe können wir lesen, dass er genau 3 Jahre lang gar keine Inspiration mehr hatte. Er wurde so traurig, wie wir gehört haben, dass er mehr als vorhatte, sich vom Gipfel hoher Berge zu stürzen. Das heißt, dieser Waraka, der war so wichtig, dass Allah einfach 3 Jahre lang im Trauer war und keine Inspiration mehr zu Mohammed sandte, weil irgendein Christ in Mekka gestorben ist. Oder war Waraka doch der heimliche Autor des Korans? Es gibt sogar Gerüchte, dass man sagt, Waraka war der Vater von Mohammed. Ja. Die hatten ja diese Mehrfach-Ehe, ne? Wo die miteinander übelsten Verkehr hatten, alle zusammen. Das war ja damals in der damaligen Zeit unter den Quraysh ganz normal, dass die Frauen und Männer miteinander einfach Bunga-Bunga-Partys gefeiert haben, ne? Amir, das hast du gesehen, ne? Die sagen immer, wir sollen den Hadith-Wissenschaften, das ist eine richtig geile Sache, Seite zu Hadith-Wissenschaften, die ist auch authentisch, die ist von der Islam-Library und du findest hier zu fast zu jedem Hadith eine Erklärung. Hammer. Und hier gibst du, und den findest, die gibt's nur auf Arabisch, die gibt's nicht auf Englisch, die Seite. Und die Muslime sind sehr, sehr wie nennt man das? Sehr. Boah, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Ein Meister im Vertuschen. Ja, genau, Meister im Vertuschen, aber auch die Wahrheit sozusagen unterm Teppich zu kehren. Verzehren, ne? Verzehren. Sie verzehren. Guck mal, ja. Amir, hier haben die Hadith-Wissenschaftler geschafft, das Salawat richtig zu übersetzen, weil hier steht ja, Gottes Gebete auf ihn. Ja. Ja, hier haben sie es richtig übersetzt. Und es gibt keine Überlieferung, dass die Jesus- und Maria-Bilder jemals entfernt wurden. Was sagt das jetzt zu dir? Ja, dass die Bilder von Maria und Jesus da drin sind und die Muslime eigentlich Jesus und Maria anbeten. Richtig, weil das war ein Gebot von Mohammed, alles zu nehmen, außer die zwei. Hier, ja. Hände auf das Bild von Jesus und seiner Mutter und sagte, lösche alle, außer die. So, ich bin fertig. Sehr gut. Bitteschön. 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 Hast du das gehört? Hast du das gehört, meine Liebe? Welcher Hadith ist das? Sahih al-Bukhari 3351. Da müsst ihr auf die Internetseite gehen und suchen oder ihr schreibt mich an, ich schicke euch den Link.
Da könnt ihr euch mal die ganzen Artikel, weil hier gibt es noch mehrere Seiten, hier gibt es noch ganz, ganz viele interessante Sachen. Hier ist der Autor, Buchname, Al-Hadith Edition. Leute, bitte spendet nur Ami. Nein, kein Problem, mach. Al-Dahibi. Ich habe dir eh vorhin fast alles wieder zurückgeschickt. Ach was, das ist der Herr, der das gibt durch die Geschwister. Ach. Das ist kein Problem. Ich habe dir vorhin, wo du weg warst, habe ich dir alles zurückgeschickt. Du bist mir einer. Es ist nur sogar Platz 2 bei dir bei Spendern. Du? Ja, ich müsste Platz. Ja. Ja. Nummer 2, ja. Warum bin ich nicht die 1? Bitte kick mal diese Nummer 1, bitte. Kick. Wenn ich live mache und du gleichzeitig live bist, da sage ich meinen Leuten, geht rüber zu Ami und meldet ihn. Er nimmt meine Zuschauer. Nimmt meine Zuschauer. Nein, du kannst immer hier reinkommen. Du kannst natürlich einige Sachen, die du dann herausgefunden hast, kannst du ja mit uns teilen. Ja, das ist super, weil bei dir habe ich Reichweite und das sind halt mega Sachen, die findest du nicht einfach irgendwo. Die musst du echt suchen, ne? Oh, was war das denn? Motorrad, ey. Motorrad. Ja. Heftig. Vielen lieben Dank. Gott segne euch und eure Familien, ihr Wundervollen. Warte, ich lese das mal aus dem Buch von CP vor. Der hat das auch berichtet, ne? Dass die Kaaba ursprünglich eine Kirche war oder was, ne? Genau, von Akbar Makka, Band 1, Seite 200. Der Urban kennt sich auch gut aus. Ja, mittlerweile, Armin, mittlerweile, ja. Immer ja, im Traum, sehr gut. Ja. Ich habe versucht, das Buch zu besorgen sogar. Ich bin auf der Suche nach diesem Buch auf Englisch gerade. Heftig. Vor allem die Familie, die dieses Buch geschrieben hat, Amir, ne? Die hat von 600 bis 830 in Mekka gelebt. Die das Buch verfasst hat, Akbar Makka. Ehrlich? Ich habe mich informiert über den Autor und die Familie. Das ist das älteste erhaltene Werk über die Stadt Mekka. Es gibt kein älteres Buch. Dieses Buch wird für die islamische Geschichtsschreibung benutzt. Der CP hat nicht irgendein Buch genommen. Der wusste genau, welches Buch er nimmt. Ja, natürlich, weil der weiß, dass die Muslime sein Buch lesen und versuchen, das Ganze zu belegen. Aber sobald du sein Buch liest und die ganzen... Was war das denn? Mein Akku, Ladegerät dran. Ja. Sobald die Muslime dann anfangen, das Buch von CP zu lesen, weiß er ganz genau, was er den Leuten da zeigt, weil er will sich ja nicht packen lassen, verstehst du? Genau, und er hat das authentischste Buch, was es gibt, genommen für die Kaaba-These, ne? Also. Ja. Ja, der CP ist schon ein wandelndes Lexikon, ne? Was den Islam betrifft, das ist unglaublich. Ja. Genau wie Sam Shamoon und die ganzen anderen. Das sind alles, natürlich, das sind starke Dauerleute. Ich gucke mir die immer an, wenn ich Auto fahre. Ich fahre ja auch wie du den ganzen Tag Auto eigentlich bis abends. Ja. Der schreibt einfach, dass die Kaaba früher eine Kirche war und auf der sechsten Ebene Bilder von Jesus und Maria waren. Ja, wo war das nochmal? Auf welcher Seite? Warte mal ganz kurz. Ich habe das Buch nicht bei mir gerade. Ich habe das im Auto immer. Ich muss gucken. Die Kaaba. Wenn Muslime dein Land übernehmen. 6 Ebenen hat die Kaaba gehabt, damals, wo das Buch verfasst wurde. Von Akbar Makka. Al-Aghazi, oder wie der auch heißt. Die Kaaba im Islam, Seite 118. Da ist das, Seite 118. Das ist auch sehr, sehr interessant, ne? Der Ursprung von Kaaba, woher kommt das alles? Ja, ja. Das ist ein Götzenschrein, ist das. Wusstest du, dass es ein Hadith gibt von Bukhari? Den müsste ich gleich suchen, dass der, dass Isaac, ne, Ismail, Arabisch von den Arabern gelernt hat. Heftig, ne? Er war nie ein Araber. Nein, er war nie ein Araber. Kennst du den Hadith von Bukhari? Müssen Sie mir gleich mal zeigen. Ja. Lass mich aber ganz kurz mal den Leuten vorlesen, was der, was Urban euch damit sagen wollte. Hier haben wir die Überschrift, die Kaaba im Islam. Was ist die Kaaba? Die Kaaba war eine christliche Kirche. In der Kaaba befand sich dereinst ein Bildnis von Maria, der Mutter Jesu, was auch in diversen Büchern dokumentiert ist. Achtung, Akbar
Achbar, Mekka von Al-Azraqi, 2400er Auflage, Band 1, Seite 205. Urban, kannst du das mal aufschreiben, damit die Leute das screenshotten und oder beziehungsweise kopieren? Schreibe auf, ja. Ja, Achbar Mekka von Al-Azraqi, 2004er Auflage, Band 1, Seite 205. Das Buch Al-Maghazi von Al-Waqidi, 1989er Auflage, Band 1, Seite 833. Und ich zitiere: Als der Prophet die Kaaba betrat, fand er viele Bilder vor. Eines davon zeigte Maria und eines zeigte Abraham. So legte er seine Hand über das Bildnis von Abraham und sagte, dass alle Bilder beseitigt werden sollen, außer dieses. Damit meinte er das Bild, auf dem Abraham dargestellt wurde. In der Kaaba befand sich dereinst eine Statue von Jesus und seiner Mutter. Achbar Mekka von Al-Azraqi, 2004er Auflage, Band 1, Seite 200. Und hier heißt es, mir wurde von meinem Großvater erzählt, der sagte, uns wurde überliefert von Dawud ibn Abdurrahman, vom Sohn von Quraysh, und Suleiman bin Musa al-Shami Atta bin Rabba. Ich hörte, dass du sahst, dass in der Kaaba ursprünglich eine Statue von Maria mit ihrem Sohn Jesus auf ihrem Schoß stand. Und beide waren von schönen Dingen umgeben. Der andere sprach, ja, die Kaaba hatte ursprünglich 6 Ebenen und die Statue von Maria und Jesus befand sich in der obersten. Er sprach wieder, weißt du, wann sie zerstört wurde? Der andere antwortete, in der Zeit von Ibn al-Zubayr, dem Krieg zwischen den Muslimen durch Feuer. In der folgenden Liste werden wir sehen, wie der Khosa-Stamm, die Polytheisten, die Christen besiegt und die Kaaba wieder zu einem Götzenschrein gemacht haben. So kehrte die Zeit des Götzendienst wieder ein. Zunächst sehen wir, was die Muslime über den Bau der Kaaba glauben. Den Muslimen zufolge wurde die Kaaba gebaut von den Engeln Adam. Erstens von den Engeln und zweitens von Adam. Irshad al-Aqil al-Salam fi al-Quran Masaya. Beirut 1999, Band 1, Seite 160. Wahnsinn, so diese Quellen habe ich noch nie in meinem Leben gehört, ne? Das ist krass. Ach, was machst du da? Zeigst du gerade das Cover von dem Buch? Ja, das zeigt das Buch, ja. Da können die einen Screenshot machen. Das könnt ihr. Ja. Sehr, sehr schön. Ich zitiere, die Kaaba wurde 10-mal erbaut, das erste Mal von den Engeln, die selbst einschritten, und Geschichten hierzu werden erwähnt von Imam al-Nawawi im Buch von Tahzib al-Asma wa al-Lugha, und im Buch von al-Azraqi wird ebenfalls erwähnt, dass sie vor Adam erbaut wurde und Adam sie auch erbaut hat. Drittens, Set, Adams Sohn. Iyun al-Athir fi Funun al-Maghazi wal-Shamil wal-Sarir von al-Shafi, Band 1, Seite 77, 1977er Beirut. Die Kaaba, bevor sie von Set, Sohn von Adam, erbaut wurde, war ein Zelt aus Rubinen und Adam war es gewohnt, sie mit Freude zu besuchen und sie befand sich zu dieser Zeit in Indien. Die Kaaba befand sich ursprünglich in Indien. Das ist krank. Viertens, Abraham und Ismael. Dies wird in einem sehr langen Hadith beschrieben, nämlich Sahih al-Bukhari, Buch 55, Hadith 583. Fünftens, den Riesen Fath al-Bari fi Shar, Sahih al-Bukhari, Band 6, Buch der Hadith, Beirut im Libanon, 1953, Seite 464. Der Geschichte von Ah bin al-Sa'ib zufolge reichen ihre Wurzeln zurück bis zum Stamm Yurhum. Sechstens, dem Stamm Yurhum, dem Stamm wurde christlich, bevor er es den Islam gab. Dem Buch von Fath al-Bari Fischal, Band 6, Buch der Ahadith, Beirut im Libanon 1953, Seite 548, Buch von Maqib und Sahih al-Bukhari, Hadith 556 nach, sprach der Prophet,
Der Prophet sprach, möge Allah großzügig sein gegenüber der Mutter Ismaels. Hätte sie das Wasser der Samsam-Quelle verlassen, oder sagen wir, sie hätte die Quelle nicht genutzt, wäre daraus ein fließender Strom geworden. Der Stamm Jurhum kam zu ihr und fragte sie, dürfen wir uns bei deiner Bleibe niederlassen? Sie sprach, ja, jedoch habt ihr kein Recht auf dieses Wasser. Sie stimmten ihr zu. 7. Dem Stamm Hosa, der den Stamm Jurhum aus Mekka vertrieb und die Kaaba für mehr als 300 Jahre für sich beanspruchte. Fath al-Bari fi Shahr Sahih al-Bukhari, Auflage 2.02, Beirut im Libanon 1953, Band 10, Seite 32. Ich zitiere, Fahila, Tochter von Umar ibn al-Harith bin Mudad al-Jurhum, ihr Vater, der letzte vom Stamm Jurhum, der über die Kaaba herrschte. Aha. Und es tobte ein Krieg zwischen den Jurhum und den Khosa, bis dieser Krieg damit endete, dass die Khosa siegten und sie aus Mekka vertrieben. Dann übernahm die Khosa die Kaaba für 300 Jahre. 8. Khuzai, dem Sohn von Hunden, Mohammeds Vorfahren, der die Khuzza, die ersten Leute der Quraysh-Stammes, aus Mekka verbannte. Buch von Fath al-Bari, Fishar Sahih al-Bukhari, Beirut im Libanon 1953, Band 6, Seite 548. Buch Maqib. Khuzai siegte und übernahm die Kaaba und er versammelte all die Söhne von Fahil, den Stamm, und drängte sie aus Mekka heraus. Khuzai, der Sohn von Hunden, fügte der Kaaba zwei Statuen hinzu, die neben der Kaaba standen und angebetet werden sollten. Sahih Muslim, Bishar al-Nawawi, Band 9, Buch der Hajj, Beirut im Libanon, 2006. Auflage, Seite 401. Der Mann, sein Name war Isaf bin Bakar bin Umar, und die Frau, ihr Name war Naila bin Saib oder bin Sahil, waren vom Stamm Jurhum, und sie taten Unzucht innerhalb der Kaaba, wofür Allah sie beide in Statuen verwandelte. Die Statuen wurden dann draußen neben der Kaaba platziert. Es heißt bei Safa und Al-Marwa, zwei Stellen, welche die Muslime während der Hajj-Pilgerfahrt besuchen müssen, siehe Koran, Sure 2, Vers 158, und so stellte Khuzai, der Sohn von Hunden, die beiden neben der Kaaba hin und brachte ihnen den Statuen Opfergaben dar und zwang das Volk dazu, sie anzubeten. 9. Warte mal. Okay, 9. Dem Stamm der Quraysh, der die Kaaba 5 Jahre erbaute, bevor Mohammed zu einem Propheten wurde, Buchtitel Faidul Qadir, 2000er Auflage, Ägypten, Band 1, Seite 639. Die Kaaba wurde wieder erbaut, als der Prophet 35 Jahre alt war. 10. Abdullah ibn al-Zubayr im islamischen Jahr 65, das heißt 684 nach Christus, siehe Buch von Al-Kamil fi al-Tarir, Seite 362 von Ibn Ashir. 11. Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, der die Kaaba vollständig zerstörte und wieder von neuem erbaute. Die Kaaba war von Müll bedeckt. Siehe Buch von Al-Bidayah wa al-Nihaya aus Ibn Kathir, Band 8, Seite 246. 12. Dem osmanischen Sultan Murad im Jahre 1630 nach Christus, schon die Behauptung der Muslime, dass die Kaaba das älteste Haus der Welt ist und dass sie von Engeln erbaut wurde, lässt sich ganz einfach widerlegen, indem man diverse muslimische Texte wie Tafsir al-Libab von Ibn Adel al-Anbali, Band 4, Seite 225, liest es. Absolut grandios, ne? Das ist so krank. Ali zufolge sprach ein Mann zu ihm, dies ist das erste Haus. Ali antwortete, nein, es gab schon Häuser davor, doch es ist das erste Haus, das für die Menschheit gebaut worden ist. Und ihm wohnen Rechtleitung, Gnade und Segnung innen.
Und zuerst hat es Abraham gebaut, dann das Volk der Araber, von denen der Stamm Jurhum ist. Dann wurde es zerstört, daraufhin wurde es von den Riesen wieder erbaut, die Könige von den Kindern von Amlik, dem Sohn Sams, dem Sohn Noahs sind. Und dann wurde es erneut zerstört und vom Stamm der Quraysh auf ein neues erbaut. Heftig, ne? Und weiter sagt der Christian Prince, der Grund, aus dem ich dir das, zeige, wie und was die Muslime über ihre Kaaba denken, ist der, dass ich dir damit ein Verständnis dafür geben möchte, wieso sie glauben, dass sie heilig ist. Beachte hierbei, dass solange sie zustimmen, dass die Kaaba mehrere Male wieder erbaut wurde, somit auch zustimmen, dass sie mehrere Male zerstört wurde. Gleichzeitig aber behauptet der Koran, dass Allah die Kaaba immer vor der Zerstörung bewahrt hat. So heißt es der Geschichte in der Sure der Elefant, Sure 105, Vers 1 bis 5. Hast du nicht gesehen, wie dein Herr mit dem Elefantenvolk vorging? Hat er ihren Plan nicht scheitern lassen? Und er schickte eine Armee von Kämpfern, Vögeln gegen sie, die Steine aus gehärtetem Ton auf sie warfen und machte sie gleich Grashalmen, die von Vieh aufgefressen worden sind. Weiter heißt es, ich zitiere, die Geschichte handelt von einem christlichen Armee, die von äthiopischen König unter dem Kommando von Abraha, einem christlichen Herrscher aus dem Jemen, entsandt wurde, die Kaaba zu zerstören. Allah ließ kämpfende Vögel auf diese Armee los, die mit tausenden von Elefanten bewaffnet war. Die Muslime selbst nennen das Jahr, in dem sich der Vorfall ereignet haben soll, das Jahr des Elefanten, 570 nach Christus. Wie wir an den Jahresangaben sehen können, soll sich diese Geschichte nicht allzu lang vor Mohammeds Geburt zugetragen haben und sie ergibt nicht viel Sinn. Sehen wir uns die Geschichte gemeinsam an und finden wir heraus, warum. Auf der arabischen Halbinsel hat es niemals irgendwelche Elefanten gegeben. Im Jemen auch nicht. Die einzige Erklärung hierfür lautet, dass Elefanten über das Rote Meer ins heutige Saudi-Arabien gebracht wurden. Das kann unmöglich sein. Niemand zur damaligen Zeit konnte eine derart große Menge an großen Schiffen bauen, um damit Hunderte, geschweige denn Tausende von Elefanten, wie die Geschichte es behauptet, transportieren zu können. Ist das ein Joke? Ich bringe das immer als Beispiel, dass Allah, wenn sie sagen, Allah hat versprochen, den Koran zu beschützen, ich sage, Allah hat versprochen, Mekka zu beschützen und die Kaaba zu beschützen. Er hat beides nicht beschützt. Beides hat er nicht beschützt. Ich zitiere weiter. Sollen wir annehmen, dass der Armee Transportflugzeuge zur Verfügung standen, mit denen die Elefanten sich sicher in den Jemen eingeflogen wurden? Wie hätte man die Elefanten in der Wüste füttern sollen? Ein ausgewachsener Elefant kann in der Regel am Tag 140 bis 270 Kilogramm Nahrung zu sich nehmen. Und diese Angaben können variieren, je nachdem, wie viel Energie der Elefant am Tag verbraucht. Je weniger ein Elefant zu tun hat, umso weniger Nahrung muss er am gleichen Tag zu sich nehmen. Allerdings müssen sie bei so einem anstrengenden Unterfangen mehr fressen als sonst immerhin. Laufen sie durch eine sehr heiße Wüste und müssen dabei all die schwere Kriegsausrüstung oder die Soldaten auf ihrem Rücken tragen. Du musst wissen, dass sobald man den Jemen verlässt, einen nichts weiter als Wüste erwartet. Kein Grün, weit und breit, nichts. Also wäre die einzige Möglichkeit, die Elefanten da über mehrere Tage hinweg durchzubringen gewesen, auch noch das ganze benötigte Futter für all diese Elefanten von ihnen tragen zu lassen. Das wäre allerdings auch unmöglich, da jeder Elefant gerade genug Futter für vielleicht einen Tag mit sich tragen könnte. Dann kommt das Problem mit dem Wasser. Wie will man denn von den Elefanten benötigten Wasserbedarf abdecken? Elefanten verbrauchen gut und gerne 200 bis 300 Liter Wasser pro Tag. Und ich spreche hier von Elefanten in entsprechenden eingerichteten Zoos oder in ihren natürlichen Umgebungen. Märchenstunde mit Dr. Schild, Abu Amin. Ich komme mir vor, wie der eine, der so eine Abendsendung hat. Kennt ihr den? Der sitzt dann in so seinem Stuhl und lest euch diese Gute-Nacht-Geschichten vor. Sendung mit der Maus. Löwenzahn. Ist das heftig.
Leute, tippen, komm, wir sind eingeschlafen oder was? 3, 2, 1, jetzt die 500.000. 5 Minuten. 5 Minuten tippen, während ich am Lesen bin. Die Elefanten in unserer Geschichte hier brauchen viel mehr Wasser. Schließlich wandern sie durch eine der heißesten, trockensten Wüsten überhaupt. Wie bitte soll die Armee sie mit genug Wasser zu trinken versorgen? Woher bekommen die Elefanten genug Wasser, um sich abzukühlen? Wie wir wissen, schwitzen Elefanten nicht. Und darum müssen sie sich entweder mit Wasser bespritzen oder den ganzen Tag im Wasser verbringen, um so ihren Körper bei hohen Temperaturen abzukühlen. Bedenke, dass in der Wüste Saudi-Arabiens nicht einmal Bäume zu finden sind. Die Elefanten haben also nicht einmal genug Schatten, um sich ein bisschen vor der Sonne während der Reise zu schützen. Wozu braucht der König die Elefanten überhaupt? Zwei Männer würden ohne weiteren Beistand die Kaaba locker zerstören können. Sogar ein einzelner Mann würde das schaffen. Einen Hohlraum zu zerstören, erfordert nicht viel Mühe. Zur damaligen Zeit bestand die Kaaba nicht aus widerstandsfähigem Material wie etwa Zement. Vielleicht war dieser äthiopische König ein Narr, ein Afrikaner, der noch nie zuvor in der Hitze stand oder in der Wüste war. Wenn die Kaaba schon mehrere Male zuvor von Menschen zerstört worden war und die Muslime stimmen uns hierbei auch, wie bereits gezeigt, zu, warum will Allah sie dann ausgerechnet dieses Mal vor der Zerstörung bewahren? Die Muslime sagen vielleicht, dass die Kaaba von Wind oder von einem Erdbeben zerstört wurde. Fakt ist aber, dass das nicht stimmt. Ich werde ein paar sehr ernste Fragen stellen, wenn an dieser letzten Aussage etwas dran ist. Hier, wo war Allahs Armee? Jetzt geht's weiter. Islamisches Jahr 63, 682 nach Christus griff Yazid ibn Muawiyah die Kaaba an, angeführt von Muslim ibn Uqba und seine Armee, um Abdullah ibn al-Zubayr zu bekämpfen, griffen sie Mekka und die Kaaba mit Katapulten an und machten dabei die Kaaba dem Erdboden gleich. Als Abdullah ibn al-Zubayrs Männer in der Kaaba Zuflucht vor den Angriffen suchten, einige Jahre später im Jahr 692 nach Christus, im islamischen Jahr 73, entsandte Abd al-Malik ibn Marwan einen Mann namens al-Hajjar ibn Yusuf al-Saqafi, um Abdullah ibn Zubayr zu töten, weil man wegen seinen Männern gezwungen war, während des letzten Angriffs auf Mekka die Kaaba zu zerstören. Allerdings wurde die Kaaba in weniger als 10 Jahren erneut zerstört, während derselbe Mann, Abdullah ibn Zubayr, ein weiteres Mal bekämpft wurde. Seine Männer suchten auch dieses Mal in der Kaaba Zuflucht vor dem Feind. Und er, Al-Hajjar, zerstörte die Kaaba wieder mit einem Katapultangriff. Im Buch von Ibn Kathir, Al-Bidaya wa Nihaya, der Anfang und das Ende, Band 11, auf den Seiten 135 und 137, sowie dem Buch von Ibn Khaldun, islamisches Jahr 312, 929 nach Christus, Band 2, auf den Seiten 84 und 258 steht, als Abu Tahir al-Qurti aus dem Irak Mekka angriff und dabei mehr als 30.000 Muslime tötete, die Kaaba zerstörte und den allerheiligsten Stein, der schwarze Stein, an sich nahm, behielten er und seine Leute ihn für mehr als 20 Jahre für sich und verwendeten ihn in der Zeit als Badezimmerstein. Den schwarzen Stein, den die Muslime küssen, hat dieser Al-Qurmuti hat den rausgeklaut und ihn in ein Badezimmer gestellt. Sie urinierten auf den schwarzen Stein. Obendrein, während seine Männer mit der Zerstörung der Kaaba beschäftigt waren, rief er zum Himmel: Ich bin der Schöpfer. Wo sind deine Vögel, Allah? Wo bist du, Allah? Der schwarze Stein kehrte nicht zur Kaaba zurück, bis der Kalif der Fatmin al-Mansur lid-Din Allah al-Fatimi eingriff und sie al-Qurmati freundlich darum bat, ihm den Stein zu geben. Abgefahrene Geschichte, ne?
Komm Leute, die 500.000 knacken wir auch. 3, 2, 1, jetzt. Jetzt alle zusammen. Komm, die 500.000. Die gleiche Geschichte findet man in Al-Mausua, Al-Alamiya, Al-Misara, fi Al-Adiyan auf Seite 395 und im Buch von Al-Alam, Band 5 von Al-Sarkali auf Seite 194. Boah, übel. Das Wichtige und Besondere an Abu Tahir al-Qurmati ist, dass er die Lügen des Koran entlarvt hat. Nicht nur durch die Zerstörung der Kaaba, sondern auch, indem er Allah herausforderte, als er rief, wo ist Allah? Wo sind die mit Steinen bewaffneten Vögel? Als wolle er Folgendes zeigen, dass der an der Kaaba nichts heilig ist. Zeigen, dass der Koran ein Märchenbuch voller Legenden und erfundener Märchen ist. Beweisen, dass Muslime Götzen anbeten, die vollkommen nutz- und harmlos sind. Demonstrieren, dass der schwarze Stein nichts weiter als ein Meteorit ist, den die Araber bereits lange vor dem Islam verehrt haben. Sie beteten oft solche vom Himmel gefallene Steine an, weil sie glaubten, dass sie von ihrem Gott kamen. Seht ihr das? Später wurde der schwarze Stein in eine silberne Einfassung gelegt, die dem äußeren Erscheinungsbild einer Vulva nachempfunden ist. Allah tat absolut gar nichts, um seinen allerheiligsten Stein zu beschützen. Und genauso wenig drängte er die Muslime dazu, Krieg zu führen, um ihn zurückzuerlangen. Erst auf eine Bitte ihrerseits hin wurde der schwarze Stein den Muslimen zurückgegeben. Dem Ganzen füge ich noch diese eine einfache Frage hinzu. Warum verteidigte Allah die Kaaba, als die Elefantenarmee anrückte? Bedenke, dass die Kaaba zu diesem Zeitpunkt erstens nicht heilig war, denn in ihr wimmelte es nur vor Götzen. Zweitens nicht den Muslimen gehörte. Drittens kein Ort des Gebets war, sondern lediglich ein Wirtschaftsstandort. Viertens von Allah beschützt wurde, als die Kaaba unrein war, beschmutzt von den Ungläubigen und ihren Göttern. Er aber nicht einen Finger krumm machte, als sie unter der Kontrolle der reinen, guten Gläubigen war, den Muslimen. Und wo sind heute Allahs Vögel hin? Bisher hat noch keiner von ihnen seinen Kopf ausgestreckt. Eine Kaaba oder viele Kaabas? Nicht viele wissen, dass es dereinst 26 Kaabas auf der arabischen Halbinsel gab und dass die mekkanische Kaaba nur eine davon war. Eine von vielen. An ihr gibt es nichts Besonderes. Wusstest du, dass jede dieser Kaaba über einen eigenen heiligen Stein gebaut wurde und dass sie alle einander in Größe und Gewicht exakt glichen? Sahih al-Bukhari, Buch von al-Maghazi, Hadith 4117. Abu Raja sprach, wir waren es gewohnt, Steine anzubeten. Und wenn wir einen Stein fanden, der besser als der andere Stein war, würden wir mit der Anbetung des alten Steins aufhören und dafür den neuen Stein anbeten. Aus diesem Hadith entnehmen wir Folgendes. Steine waren ihre Götter. Je hübscher ein Stein für sie aussah, umso mehr gefiel er ihnen. So bestimmten sie, ob er ein anbetungswürdiger Stein war. Dieser Stein blieb nicht ewig ihr Gott. Er blieb es nur so lange, bis ihnen eventuell ein noch hübscherer Stein zur Verfügung stand. Der schwarze Stein ist nicht der einzige Stein, der heilig ist. Sahih al-Bukhari, Buch 26, Hadith 676. Ibn Umar, er offenbarte, nie habe ich vergessen, die beiden Steine der Kaaba, den schwarzen Stein und den Jemen-Eckstein, sowohl in der Gegenwart als auch in der Abwesenheit der Öffentlichkeit zu berühren. Seit ich sah, wie der Prophet sie berührt hat, ich fragte Nafi, hat Ibn Umar sich immer zwischen beiden Stellen hin und her bewegt? Nafi antwortete, er lief stets, weil es ihm so leichter fiel, beide Steine zu berühren. Aha. Aha. Zwei Steine also, okay. Wenn der Islam gegen Götzendienst ist, warum kopierte Mohammed dann die Heiden und ernannte die Kaaba zu einer Gebetsstätte? Wir unterhielten uns bereits, wenn du dich noch daran erinnern kannst, dass über Umar ibn al-Khattab, der in Sahih Bukhari, Buch 8, auf Seite 395 sagte. Amir, sorry, ich muss dich kurz unterbrechen. Du hast was Wichtiges gesagt. Du hast gesagt, dass das Kaaba-Stein einer Vulva ähnlich ist, ne? Guck mal.
Guck mal, das ist Shaktis Vagina. Das ist die Vagina von einer Hindu-Göttin. Leute, der Islam hat einen sehr, sehr komischen Ursprung. Der Islam ist nicht von Gott. Der Islam wurde einfach ins Leben gerufen. Und ich bitte euch, verlasst einfach diese Sekte. Das ist nicht die Religion Gottes. Guck mal, das ist eine Hindu-Göttin. Da gehen sie hin wegen Fruchtbarkeit. Und das ist die Kaaba. Das ist Shaktis von Shiva, von der Hindu-Göttin. Kein Unterschied. Einfach kopiert. Einfach kopiert. Seht ihr, der Islam ist eine Kopie von vielen verschiedenen götzendienerischen Religionen. Heftig, ne? Ja. Alles da. Wir haben alles da. Seht ihr jetzt, warum wir den Islam ablehnen? Der Islam ist einfach ein Götzenkult, der von Mohammed im neuen Lichte hat erstrahlen lassen und einfach die biblischen Texte für sich beansprucht. Allah ist nicht Gott, Mohammed war niemals ein Prophet und der Islam ist nicht von Gott. Das war. Hier, das hier eingeben. Wer das nachschauen will, hier. Das ist eine Fruchtbarkeitsgöttin an dieser Vulva wird geopfert, damit die Fruchtbarkeit bekommt. Dasselbe haben die früher an der Kaaba gemacht. Überhaupt kein Unterschied. Richtig, so sieht's aus. So sieht's aus. Guck mal, ich habe hier die Biografie. Das Buch hat Quelle Ibn Hisham und Ibn Ishaq genommen. Und hier gibt es eine ganz interessante Stelle von der Hochzeit von Mohammed mit Khadija. Kennst du die Stelle? Der Waraka ibn Nawfal wollte Dings nicht geben, ne? Die Khadija, ne? Doch. Er wollte sich mit Mohammed verheiraten. Er hat sich dafür eingesetzt. Er überzeugte beide Familien, sie heiraten zu lassen und vollzog persönlich die Trauerzeremonie. Achso, ja, der Vater von Khadija wollte das nicht, ja, ne? Weil der fand Mohammed nicht so toll, ne? Ja, Waraka hat sich dafür eingesetzt und hat ihn in einer Kirche verheiratet, hier. In einer Kirche in Mekka zur Zeit besonders, bla bla. Kann ich euch empfehlen. Von Maka Gabriel geschrieben. Ja, wer mir noch sagt, dass der Islam irgendwas mit Gott zu tun hat, der belügt sich selber und der sagt nicht die Wahrheit. Das ist das. Er belügt sich einfach und betrügt sich selber. Und damit auch die anderen Menschen. Ne? Hier Leute, hier steht Waraka genannt. Er war als Priester der größten Kirche in Mekka, einer der wichtigsten religiösen Führer dort. Er hat Mohammed zum Propheten erklärt und er hat den Koran geschrieben. Diese Bücher wurden von Muslimen geschrieben, nicht von Christen, Leute. Von Muslimen. Nicht von Mossad, nicht vom BND, nicht vom CSI. Aber guckt euch das hier an. Wer noch sagt, das ist ein Zufall, das ist der Eckstein an der Kaaba, das ist der Stein, den sie lecken, küssen, zu Tode getreten werden, wenn sie zum... Ich glaube, da sind an der Spitze 700 Leute gestorben, ne, an der Kaaba. Ja, mehr sogar. Ja. Wie so ein Kult, der da Menschen opfert, mit Absicht viele Menschen reinlässt, dass sie sich zu Tode treten. Ja. Nur um das zu küssen, sterben Menschen. Und dasselbe machen die Hindus seit 1000, 2000, 3000 Jahren, keine Ahnung, wie lange es die Hindus gibt, aber einfach übernommen, Leute. Das sind keine Zufälle. Ja, deswegen ist das ja auch so ein SEX-Kult. Deswegen siehst du auch, dass Allah diese ganzen komischen Dinge hier verspricht. 70 Jahre währende Orgasmen mit durchsichtigen Frauen und so. Ihr Hintern würde 144 Armlängen breit sein. SEX mit den eigenen Schwestern, Nichten und Großmüttern ist erlaubt. Das ist absoluter Wahnsinn. Der Islam hat einen satanischen Ursprung. TikTok sportlich. Hat es. Ein niemals schwächender PENS und unstillbares Verlangen. Vulvas, die von diesen PNES pausenlos gepunktet werden möchten. Was ist das bitte?
Penisse, die niemals weich werden oder erschlaffen. €10.000 kostet die Hatsch. €10.000, um hier dran zu lecken. Das macht mich so traurig, dass die Leute dahin pilgern. Das ist so heftig. Guck mal, Amir. Das ist der Mosque Tower in Istanbul. Ja, ja, heftig. Guck dir das mal bitte an. Das eine sieht aus wie eine Vulva, das sieht aus wie keine Ahnung was. Das ist so heftig. Ja, das ist so krass. Komm, Leute, die 500.000, komm, Leute, 500.000 müssen wir knacken. 3, 2, 1, jetzt. Jetzt alle zusammen, komm. Typico, typico. Wie denn die Tasten auch? Du weißt, wie laut das ist, ey. Ja, weil mein Handy auf der Tastatur liegt, sorry. Kannst du mal bitte gucken, was in Sunan Abi Dawud 2049 steht? Ja. Sunan Abi Dawud 2049. Oh, meine Augen sind schon voll übelst am Brennen. So, ich übersetze auf Deutsch gleich. Ein Mann kam zu dem Propheten und sagte, meine Frau hält die Hand eines Mannes, der sie berührt, nicht zurück. Er sagte, lass dich von ihr scheiden. Dann sagte er, ich fürchte, mein inneres Selbst könnte sie begehren. Er sagte, dann genieße sie. Heftig, ne? Offene Ehe. Kein ja, Thema. Ja, dann mach mal. Ehe. Guck mal, die Moral. Offene Ehe. Der ist Sahih, ne? Natürlich. Habt ihr sowas gesehen, ihr Lieben? Und Ibn Abbas. Eine schöne offene Ehe eingehen. Ist das nicht toll, was das für ein Prophet ist? Dann mach doch einfach, genieß. Hier, mach mal, komm. Ist das die Moral eines Propheten? Absolut geisteskrank. Speichert euch den ab. Sunan Abi Dawud 2049. Hier ist er. Wirklich offene Ehe, das ist verrückt, das habe ich nicht gedacht, ja. Aber weißt du, was sie dann sagen werden? Albani hat auch mal Fehler gemacht. Ja, das befindet sich doch in dem Buch, in den 6 authentischen Büchern der Sunniten. Ja, ich weiß. Du weißt doch, dass der sunnitische Islam 6 authentische Bücher hat. Das sind Sahih As-Sitta, nennt man die. Die 6 authentischen. Kanonisierten Bücher über Hadith. Die 6 kanonisierten authentischen Bücher. Die 2 besten sind Sahih Bukhari und Sahih Muslim. Und dann kommt Sunan An-Nasai, Ibn Majah, Sunan Abi Dawud und Sunan Abu Dawud. Und At-Tirmidhi. Leute, speichert euch, macht einen Screenshot. Einfach auf. Heftig, ne, was der Mohammed da anordnet. Der Geo macht doch, ist doch kein Problem. Nein, das ist nicht der echte Hamdi. Das ist ein Fake-Profil. Nein, ich rede nicht. Ich meine damit Mohammed, was der gesagt hat. Ich weiß doch, dass das nicht die richtige Hamdi ist. Ja, Wahnsinn, der erlaubt offene Ehe. Urban. Ja.
Sahih al-Bukhari 5119. 5119. Ja. Schaut euch bitte die, die Moral von Mohammed an. Das ist es, was, was der Herr Jesus meinte in Matthäus 7, Abvers 13, wo er uns gewarnt hat vor den falschen Propheten. Ihr werdet ihn erkennen, an seinen Früchten werdet ihr sie erkennen. Guck mal an, das sind die Früchte. Wie genau Jesus uns gewarnt hat. Er hat nicht gesagt, es kommt ein falscher Gott, ein selbsternannter Prophet. Er hat gesagt, es kommt ein falscher Engel des Lichts. So präzise. Der Gesandte Allahs sagte, wenn ein Mann und eine Frau sich darauf einigen, vorübergehend zu heiraten, sollte ihre Ehe 3 Nächte dauern. Und wenn sie weitermachen möchten, können sie dies tun. Und wenn sie sich trennen wollen, sie können es tun. Ich weiß nicht, ob das nur für uns oder für alle Menschen im Allgemeinen galt. Abu Abdullah al-Bukhari sagte, Ali machte deutlich, dass der Prophet sagte, die Mutterehe wurde annulliert, für ungesetzlich erklärt. Siehst du, also das war vorher erlaubt. 3 Tage könnte man eine Ehe eingehen, heftig, ne? Ja. 3 Tage, das nennt die Ehe. Ja, hier heißt es, guck mal hier, Allahs Gesandter sprach, wenn ein Mann und eine Frau miteinander vereinbart haben, das Bett zu teilen, so sollte ihre gemeinsame Zeit bis zu 3 Tage andauern. Wenn sie ihre gemeinsame sexuelle Aktivität danach fortsetzen möchten, so dürfen sie es. Und wenn sie danach sich voneinander trennen möchten, so dürfen sie es. Heftig, ne? Ich zeig dir gleich mal was von Bukhari, warte. Schaut mal hier, Leute. Jetzt, das passt zum Thema. Sahih al-Bukhari 3237. Allah's Messenger said, if a husband call his wife, also wenn ein Mann seine Ehefrau ins Bett ruft für Sex und sie möchte nicht, und Allah wird ihr Engel schicken, die sie bis zum nächsten Morgen verfluchen werden. Ich übersetze Urban. Das durch. Ja. Urban, schaut euch das bitte an. Ich zitiere, überliefert von Imran bin Hussein. Oh, warte mal. Mein Akku ist fast leer. Warte, warum, Mann? Super. Dem Schienbein steht in Sahih al-Bukhari 49,19. Sandra. Ich kenne meine Telefonnummer nicht, aber ich kenne so viele Hadith auswendig. Das ist so unnormal, Leute. Das ist krank. Nee, Detektiv, der fehlt mir. Der fehlt mir. Den musste ich mir noch holen. Ja. Okay. Ich kann schnell mein Ladegerät einschließen, bevor das Handy gleich ausgeht. So. Ich lese, ich zitiere. Sahih al-Bukhari, Band 6, Buch 60, Hadith 43. Überliefert von Imran bin Hussein. Der Vers der Mutter wurde uns in Allahs Buch offenbart. Darum praktizierten wir die Mutter gemeinsam mit Allahs Apostel. Und weder wurde jemals ein Koranvers offenbart, der die Mutter verbietet, noch schaffte der Prophet sie bis zum Zeitpunkt seines Todes ab. Omar ibn al-Khattab legte lediglich fest, was ihm sein eigener Verstand riet. Heftig. Kannst du bitte nochmal die Quelle nennen? Sahih Bukhari, Band 6, Buch 60, Hadith 43. Schlag das auf.
Wahnsinn. Ich brauche das selber für mein Thema. Ist das krass? Das ist natürlich heftig, ja. Das ist natürlich echt heftig. Dann hat dieser Mohammed Omar selbst Mohammed selbst praktizierte Mutter. Ihr seht doch, wie die sunnitischen Muslime allergisch reagieren gegenüber den Schiiten, wenn man das erwähnt mit der Mutterehe. Dann sagen die, ja, das sind die dreckigen Schia, die machen sowas. Dabei beleidigen sie ihren eigenen Propheten, weil er sowas befohlen hat und selber praktiziert hat. Die Muslime führen einen eigenen Krieg gegen ihre Religion. Das ist das Kranke. Und nebenbei sagen sie, wir akzeptieren nicht alle Hadithe, aber Allahs Wort wurde durch einen Hadith abrogiert. Das ist ja noch schlimmer. Das ist eine Katastrophe. Von welchen Seiten willst du den Islam noch demolieren? Merkt ihr nicht, wie angreifbar der Islam ist, weil der Islam einen menschlichen Ursprung hat und nichts mit Gott zu tun hat? Sahih Bukhari, Band 6, Buch 60, Hadith 43. Das kann man sich gut merken. 6, 60, 43. Kennst du die okay, Lies, du wolltest gerade vorlesen, sorry. Nee, kein Problem. Was wolltest du sagen? Kennst du die ganzen Verse von Bukhari, wo Mohammed sagt, wie der Islam enden wird? Als ein Fremder und geht als Fremder. Er kam als Fremder und geht als Fremder. Richtig. In einer anderen Überlieferung heißt es, er wird wie eine Schlange wieder zurück in sein Loch einkehren. Ja, genau. Wie eine Schlange, genau. Da, wo sie herkommt. Das ist Wahnsinn, dass er Schlange benutzt hat, ne? Weil heftig, ne? Da gibt es noch viele Hadithe zur Sündenvergebung. Eidechsen um die Ecke bringen, Steine berühren. Die haben sehr viele Arten von Sündenvergebung. Das mit Eidechsen jagen, ne? Umso besser du triffst, umso mehr Punkte bekommst du. Krank. Ja, widersprüchliche Aussagen über widersprüchlichen Aussagen, ne? Also man kann den Islam überhaupt kein bisschen mehr ernst nehmen, ne? Nein. Nein. Der hält logisch nicht stand, der hält von seiner Überlieferung nicht stand. Die Hadithe nehmen den ganzen Koran auseinander. Hier, das ist ja, Leute, ihr habt alle gefragt im Chat. Sahih al-Bukhari 1876. Allah's Messenger said, believe, returns and goes back to Medina as a snake returns and goes back to his hole when in danger. Von Abu Huraira, ne? Das ist nicht irgendjemand. Unantastbar. Ja, der die meisten Hadithe überliefert hat. Unantastbar. Abu Huraira ist unantastbar. Wenn die sagen, der Islam wird siegen, zeigt ihnen das hier. Ja, die Schiiten nennen den immer Abu Hurerei. Abu Hurerei. Ja. Ich habe mir neulich dein Video angeguckt mit Abu Hamza, wo der Sura 65, ja, Vers 4 bei allem nicht sagen wollte, was da drin steht. Ihr sagt, erklär Sura 65 mit Shia Hamza. Ach so, ja, das ist eine Katastrophe. Er wollte Sura 65, Vers 4 nicht erklären. Er ist immer zur Bibel gerannt. Wieso schämt ihr euch dann, Leute? Sagt es doch einfach. Heftig, ne? Guck mal hier, die Bitte der ersten muslimischen Nonne wurde abgelehnt. schaut euch das mal an. Es wird von Imam Muhammad ibn al-Baqir, Friede sei mit ihm, berichtet, dass ihn eine Frau um die Erlaubnis zu einem Leben wie im Kloster bat. Er, der Imam, sprach, und was bedeutet die Keuschheit für dich? Sie sprach, nicht zu heiraten. Er sprach, und warum willst du nicht heiraten? Sie sprach, um Allah und um seine Segen will, näher zu sein. Er sprach, mach, dass du wegkommst. Verschwinde, mach, dass du wegkommst.
mach, dass du wegkommst. Warte. Mach, dass du wegkommst. Wenn es für Keuschheit einen Segen gäbe, dann hätte Fatima, Friede sei mit ihr, diesen Segen mehr verdient als du. Und keine Frau kann Fatima und ihren guten Werken das Wasser reichen. Achso, das ist in den schiitischen Hadithen. Al-Kafi, Band 5, Seite 509. Heftig, ne? Boah, mein Handy ist am Entladen. Leute, hier haben wir noch was Witziges. Sayyal Bukhari 6776. Abu Bakr und Mohammed haben mir einen Betrunkenen gefoltert. Ja? Ja. Sayyal Bukhari 6776. Hier. The Prophet lashed a drunk with a deadlift and starts and shoes. Also mit Schuhen und Dattel. Blättern haben sie einen Betrunk und Abu Bakr auch. Guten Abend allen voneinander. Ne? Guten Abend, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Sorry, ich bin gerade im Fitnessstudio, dass ich jetzt rangenommen werde. Ich habe nur eine Bitte an euch. Nur eine Bitte, eine schnelle Bitte. Und zwar, ich sehe oft auf meiner TikTok For You diesen Sheikh Uthman. Könnt ihr mal bitte ein Video über den machen oder so? Okay, ich mach's gut. Mach's gut, mein Lieber, Gott segne dich. Dann kommt ihr einfach mit dieser Techno-Mucke. Hallo Olli, Gott segne dich, Bruder. Hi, Gottes Segen. Warte mal ganz kurz, ich würde einmal die Kamera anmachen. Wie macht man das denn? Speichern, ne? So. Ja, guck mal. Weil du jetzt die Märchenstunde hast, dachte ich mir, ich bearbeite mal was. Zack. So ungefähr. Ja, genau. Das meinte ich, den meinte ich. Ja, genau, das meinte ich. Ey, so fühlen wir uns alle. Wir hören dir alle zu. Der Geschichtenerzähler. Nennt mich Dr. Schäfer, aber Geschichtenerzähler abends für Fernseher. Ihr müsst mit mir einschlafen und mit mir aufstehen. Habt ihr das kapiert? Ich kann nicht mehr, Mann, was man hier erlebt. Maschallah, Maschallah. Ja. Maschallah. Genau dieses Bild hatte ich auch in meinem Kopf. Genau das, dieses Bild mit diesem Schaukelstuhl. Und ich sitze da mit dem Buch und lese euch etwas vor. Hier, meine Lieben, kein Problem. Hier sind schon mal die Kekse, da ist eure warme Milch. Jetzt möchte ich dahin. Dr. Tef Abu Amin möchte für euch eine schöne gute Nachtgeschichte vorlesen. Hey, so lustig. Sehr gut gemacht. Der Kopfdruckbild, genau. Ihr Hauptvoll hat gesagt. Alles klar, das war's schon von mir. Ja. Alles klar, Olli, danke dir. Gott segne dich und deine Familie, danke dir. Jo, Gottes Segen, bis dann. Ciao, ciao. Genau das Bild hat sich im Kopf. Und Wahnsinn. Der Olli macht das auch noch heftig. Genau das Bild. Wahnsinn, hat er gut gemacht. Hat er echt gut gemacht. Ja, heftig. Ja, schön. Seht ihr? Wir dürfen unseren Humor niemals verlieren. Von keinem dürfen wir uns das wegnehmen lassen. Lasst euch niemals euer Lächeln wegnehmen, ihr Lieben. Habt immer Freude, habt immer Spaß und seid immer bedacht, den Herrn zu loben, ehren und zu preisen, ihr Wundervoll. Ami, vielen, vielen Dank, dass du mir die Plattform gegeben hast. Ich gehe jetzt schlafen. Gottes, ja, okay, vielen, alles danke. Klar. Vielen, vielen Dank. Ja, wir machen jetzt noch die 1000 voll, ihr Lieben, dann gehen wir auch langsam. Ja, mit 10 Uhr, das reicht jetzt, komm. Dr. Scherer ist fix und fertig, platt. Der war den ganzen Tag unterwegs. Reicht, heute habe ich meinen Dienst wieder erledigt. Hast du Hadith, wo Allah auf dem Bett ist? Ja, habe ich. Hast du Hadith, wo Allah auf dem Bett liegt? Immer doch. Immer viel, viel Hadith. Immer viel, viel Hadith. Hm.
Warte, ich kopiere den. Kopieren. Und ich gehe mal in den Live rein. So, Live. Ja. Ich habe das hier für euch. Ach nee, das geht gar nicht. Sobald ich einen Link hier rein einfüge, danke, Urwa. Cut my job. Nächstes Mal Tafsir Lauterbach, ja, der kommt auch noch, aber mit dieser komischen Stimme. Das habe ich schon gesagt, das habe ich schon nicht so gemeint. Also wenn ich dir sage, aber das, da muss ich auch mal ein bisschen was anderes meinen. Also, Tafsir Lauterbach muss auch genau wie Lauterbach so reden. Ne? Also, ich habe doch gesagt, das ist, wenn man die Wahrheit sagt, das ist doch, ich bitte dich, das ist doch der Tod, das ist doch der sichere Tod hier. Prost Mahlzeit, genau. Alexa antwortet, wo ist mein Bruder, dieser Abu Hetzbacke? Abu Hetzbeck. Hello, where are you? Abu Hetzi. Abu Hetzi. Al-Biontech, genau, die Sura Al-Biontech und Al-Faiza. Boah, das hört sich gut an, Sura Al-Faiza. Das könnte glatt eine Sura aus dem Koran sein, ne? Sura Al-Faiza. 500.000. 500.000. Halbe Million. Siehst du, jetzt konnten wir wieder sehr viel erreichen. Siehst du? 3.600 Leute von außerhalb. Das ist alles primic. Das ist alles supic. Sura Al-Faiza. Wo findet man den Covid-Nasheed? Hier. Ihr müsst eingeben. Sura Covid oder sowas. Sura. Hier ist Sura Corona. Das ist die Sura Corona. والفيروس المبين عجبوا أن جاءهم من الصين بعيد Das ist richtig gute Nachmusik. Das Grandiose ist, guck mal, was der da sagt. Das hört sich an wie der Koran und dann sagt er, so the infidels, the kafirun said it was a stubborn and disease. No, rather, it is certain death. There is no difference today between the kings and the slaves. Absolut Wahnsinn. Einfach Sura Corona. Abu Jibil. Inidanimali Gangali. Kalibali Jangal. Das hört sich so echt heftig an, ne? Glaub mir, die meisten Leute würden gar nicht verstehen, dass es gar nicht eine Sura aus dem Koran ist. Also, dass es einfach so von Atheisten erstellt worden ist, um die Lage von Corona zu beschreiben. Dass das so ein Virus aus China ist und dass man sich bald spritzen lassen muss. Klingt authentisch, ja genau. Das ist heftig. Mm-hmm. 3%. Mein Akkuladegerät entlädt, ihr Lieben. Tja. Ich glaube, wir gehen jetzt langsam mal aber sicher ins Haya-Bubu-Bettchen, ne? Bei 10 Uhr, na gut. Ich esse noch ein bisschen was. Ich glaube, ich brauche mir noch ein bisschen was dem Wanst voll.
Ich wünsche euch einen wundervollen, gesegneten Abend noch, ihr Lieben. Möge der Jesus Christus euch segnen, behüten und beschützen. So der Durchfall. Möge der allmächtige Jesus Christus, der da ist, Gott der Allmächtige, der ins Fleisch gekommen ist, euch wirklich Frieden in eurem Herzen geben und die Liebe in eurem Herzen ausgießen, auf dass ihr weiterhin am Herrn festhaltet. Auf dass ihr weiterhin am Herrn Jesus Christus festhaltet und wirklich mit ihm ein Leben lebt. Und egal, was ihr in eurem Leben macht, dass ihr niemals die Hand loslässt. Gute Nacht, danke dir, Cosinus. Gute Nacht. Haltet die Hand des Herrn Jesus Christus wirklich ganz, ganz fest und lasst sie in dieser schwierigen Zeit niemals los. Gottes Segen, ihr Lieben. Macht's gut. Bis morgen, so Gott will.